So, wir spielen heute Super Mario Bros. 3, so die Original-NES-Version. Because ist so. Because feeling retro. So, Alex, jetzt darfst du. Yay! Pass auf, Bibi, das ist Sahne, Sahnesoße mit Spinat. Also teilweise Platin. Spinat mit drin. Und mit stinknormalen Nudeln. Das ist ultra lecker. So, wie ist denn Taste. jetzt hier? Das ist gerade mein Hardcore-Feel-Good-Food. Und Welche der Tasten springt? What the wir hatten heute auch eine super leckere Spaghetti Bolognese mit diesen Fusilli-Nudeln und dann schön Parmesan drauf. Oh, Oh ich ja. liebe es. We start again, okay? Zwei Controller sind verboten. Stimmt doch gar nicht. Wir fangen nochmal an. Ihr habt das gerade eben nicht gesehen, ja? Willkommen zu Ja, Super nee. Mario Bros. 3, meine Freunde. Das, was gerade passiert ist, habt ihr nicht gesehen. Welche dieser Tasten springt? This one does. Ashton, du hast doch gerade angefangen. Lass mich von meinen Nudeln erzählen, die ich gerade gemacht Und, okay. Now I got the hang of it, inne. Okay, jetzt darfst du deine Nudeln erzählen. Oh, geil, ich hab Nudeln. Mir geht's gut, danke. Geil. Oh, ich hol mir aber nochmal kurz was Neues zu trinken. Ich bin gleich wieder da, Leute. Nee. Kann ich auch. Irgendwie die Buttonbelegung fühlt sich merkwürdig an. Can I change this? What the fuck? What the fuck? Ich kann hier zurückspulen in der Scheiße? Oh, wow. Wow, das wird knapp. Wow, aus dem Bild ging. To be honest, Super Mario Bros. 3 ist auch mein Lieblingsteil von allen Super Mario Bros. Teilen. Einfach weil es ist irgendwie. Ich finde, es ist der Teil mit dem meisten Polish irgendwo. Weißt du, der erste ist. Der erste. Ist ein bisschen clunky an manchen Tagen. Dann der, ja, der zweite ist halt der zweite. Ergo, Bootleg Doki Doki Literature Club und so. Auch wenn es ein anderes Doki Doki ist. Und ja, der dritte ist halt dann das, wo am schönsten auch aussieht, finde ich. Also von daher. Klar, jetzt könnte man natürlich argumentieren. Digga, warum spielst du nicht die Dings, die Remaster-Kacke da? Und dann sage ich mir, Mensch, wenn ich das schon auf meiner Switch spielen kann, so why not? Ein Emulator ist halt immer so eine Sache, ne? Ja gut, die sind ja dafür bekannt, dass man das die einfach mal gerne abspielt. Ja, so ein Emulator, ja. Und halt einfach so. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie schöner, das Ganze auf einer. Also auf einen legit Way zu spielen, als irgendwie über einen Emulator. Ist einfach vom Feeling her. Und da ich ja sowieso das Ganze hier online hab und das so machen kann, ne? Ich weiß nicht, geht's nur mir so oder ist NES generell ein bisschen wonky zu emulieren? Ja, ist es. Ich weiß nicht, ich hab da manchmal Soundglitches und. Hast du nicht gesehen, Glitches und merkwürdiges Zeug? Was aber auch ziemlich quirky as fuck ist zu emulieren, fucking Nintendo 64. Ja, gut, da gibt's auch so einiges. Springen ist A, deswegen. Aber A ist so. Rennen ist X. Pick a box, you dick. You dick fuck. Oh shit, it's a shroom. Me got's Ich shroom. habe die Idee, Okay. die Welt zu verändern. Shit. Tretroller. Gibt Aber es? sie werden angetrieben durch Schreien. Gibt es auch schon? Du bist einfach in die Innenstadt damit rollen und du hörst noch.
kommst erstmal an mit mega Stimmbruch an, weil du die ganze Zeit geschrien hast, dann ist er aber automatisch ruhiger in der Innenstadt, weil keiner mehr die Kraft hat zu reden. Frank, was ist los mit dir? Ich komm grad von der Arbeit. Das ist aus dem besseren Soundsystem, weil da hast du automatisch eine Hupe drin. Du weißt immer, wo dein Kollege ist. Ja, eben. Wobei die Straßen müssen dann richtig arschlaut sein. Stadtverkehr. Stadtverkehr. Überall Leute, die brüllen. Einfach nur. Ah! Ah! Hey, Lili. The timing. Die Innovation des Tages. The future is now. Wenn ich Schosch sehen möchte, zuerst eine Butterwerbung, so kenne ich das. Was willst du mir denn damit sagen, Minion? What? Oh. Ich bin Gott. Okay. Akzeptiere ich. Nehme ich hin. Ruediger ist now, so in etwa. Nöt, 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 nö, 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 nö. Okay, wieso? Kann man das mal aber beantworten? Habt ihr sowas, das Problem mit der Switch manchmal auch? Dass ihr so komische Lag-Spikes habt? Bei egal, was ihr spielt? I mean, is it just me? Bin ich nur weird? Nee, nicht wirklich. Du bist immer weird, dude. Ja, das weiß ich doch. Aber man tut immer so, als wäre das was Schlimmes. Das habe ich nicht gesagt. Nö, aber andere tun immer so. Was hatte ich denn da gerade vor? Okay. Time for Boom Boom. Das meine ich, so diese Lag Spikes. Shit's weird. Wie hast du denn an deinem PC angeschlossen? Über einen HDMI-Switcher und dann an meine Dingskarte. Das ist ja auch nur manchmal, ist ja nicht immer. Nö. Schlecht. Fuck yeah. Fuck yeah. Ja, ich starte endlich Shadowbringers mit meinem Alt auf Crystal, auf dem Crystal-Server. Okay. Ich wollte das unbedingt als Dunkelritter anfangen. Jetzt habe ich das. Ich starte es gerade. Denke mir, yes, I did it. All my efforts. Nee, aber ihr seht, was ich hier meine, ne? Dass man so diese kurzen Lag-Spikes. Kann das an meinem HDMI-Switcher liegen? Weil es wäre merkwürdig. Das habe ich dann nämlich nur auf der Switch, nicht auf meiner PS4. Liegt es an der HDMI-Birke? Birke? Ich hab einen Baum an meinem PC? Natürlich. The tree of cable. Oh, die warte. Cable tree. I wonder how. I wonder why. Ist gut zu wissen, dass wir beide eine einzige Hirnzelle teilen, Dude. Nicht wahr? Aber nur diese eine. Ich war gerade am Essen und wollte sagen, da kamst du um die Ecke nicht mehr. Ja, okay, das ist fein. Es ist natürlich, es ist fucking hier. Ne, I wonder how. I wonder why. Yesterday you set my wife on fire. Eins hoch. Okay, wohl. Oh Gott, versteckt eure Waffen, da kommt der Veteran. Oh fuck! Wo kommt denn die Schildkröte her? Will Andy nicht reden? Andy ist gar nicht da, der streamt selber, glaube ich. Der ist noch damit beschäftigt, nicht existente Pokémon zu kreieren. Wuggidi Wuggi. Was geht, alter Sack? Gar nichts, ich sitze. Das ist cool. Das ist schon mal gut. Das mache ich regelmäßig. Kann ich nur weiterempfehlen. Hot. Wie gesagt, ich finde es halt nur merkwürdig, dass es denn nur auf der Switch so ist.
Weil, wie gesagt, meine PS4 läuft problemlos mit dem HDMI-Switcher. Ich hatte halt immer die Schnauze voll, ständig hinter meinen PC krabbeln zu müssen, um die Switch anzuschließen. Oder halt von Switch auf PS4 zu wechseln. Das war mal ein bisschen annoying. Hat denn immer nicht so richtig Spaß gemacht. By the way, darf ich mal anmerken, dass der Sprite von Toad echt disturbing aussieht irgendwie? Ich weiß nicht, es sieht irgendwie aus, als würde er sich selber immer zusammenziehen und versuchen, sich selber wieder auseinanderzuziehen. Das ist, wie irgendjemand in Photoshop mit dem Stretch-Tool. Oh Gott, jetzt wird's gut. Das ist schön. Ich bin jetzt gerade absolut partyhart gut. Ich muss morgen Billigregale aufbauen. Oh. Höchstwahrscheinlich falsch, damit es in die Ästhetik meines Hauses passt. Baust du einfach falsch rum auf, dass du so einfach nur umdrehen müsstest, aber... Das Problem ist, bei Billigregalen kannst du nicht viel abfacken. Oh doch, ja, kannst du. Ich meine... Ne, alle Teile sind basically gleich. Try to get your dick stuck in it. Das wäre auch unpraktisch. Das wäre sogar sehr unangenehm. Ach was, Pussy. Pussy? Was meinst du mit, ich kann mein Billigregal nicht ficken, hallo? Fuck's wrong with you? Waschlappen. Waschlappen. Waschlappen! Oh Gott, Toad, mach das bitte nie wieder. Bap! Bap! Ich hab nur die Vorschau vom letzten Bieber aus dem Dschungel, als er Pepsi-Man eingebaut hat. Oh nein, ey. Er hat dann auch so ein oberhässliches Modell gekriegt. Ich weiß jetzt schon, dass er sich darüber stundenlang aufregen wird. Es ist wie das Skeletor-Model, was er hat. Das sieht einfach scheiße aus. Ja. Genau wie mit seinem Dio-Charakter. Ohne Scheiß, das Main-Meme-Haus ist mein Lieblings-Meme-Haus. Allein wegen Bulk. Bulk-Bogen, ja, ey. Ja, Bulk sowieso. Weißt du, geht ins Fitnessstudio, denkt sich, ja, jetzt erstmal schön Muskel trainieren, zieht sich einfach komplett nackt aus. Ja. Das ist so bescheuert, aber ich liebe es. Oh, ich liebe... Vor allem das Lustige ist, Garfield ist derjenige, der den meisten Shit zusammen hat, der geht arbeiten und alles wirklich ausgerechnet, Garfield. Hast du schon Terry Bogard ausprobiert? Ich habe bislang nicht einen Cent in Smash gesteckt. Weil ich keinen der DLC-Charaktere so sehr haben möchte. Mir wäre es tatsächlich eigentlich nur Banjo-Kazooie, aber... Ja, das wäre bei mir auch so der Fall. Nur wegen einem Charakter würde ich mir jetzt nicht verwenden, wenn sie noch zwei, drei dazu packen. Dann würde ich sagen, yo, aber jetzt noch. Vor allem, ich möchte eigentlich Smash spielen, um, nicht wie in normalen Fighting Games meine Finger zu verknödeln, you know? Weißt du, dann kommt Terry Bogard um die Ecke mit seinen Brezel-Motions da. Wenn du mit ihm irgendwie effektiv sein musst. Willst, kannst. Fuck. War das hier? Yes. Think it was this. No, doch nicht. Scheiße. Palmen Dance. Bum, 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 bum. Ja, den Joke hat noch keiner von euch gebracht, ne? Könnt ihr mal sehen. Know your memes. Davon halte. So, wieder da. Wer, wer. Das nicht. Palme. Wäre meine Meinung dazu. Yeah. Put on a Coke. Nein, das ist Red Bull.
Red Bull, der eigentlich einzige Energy, den ich so nicht mag. Ich eigentlich auch überhaupt nicht, aber wie gesagt, heute extrem Bock drauf. Oh, ich höre einen leisen Hohl. Hm. Oh mein Gott, Boom Boom, was ist mit deiner Farbpalette passiert? Du siehst aus, als hättest du irgendwelche Störungen. Herr Matrix. Palme. Pick a bar. Oh, ich liebe diese Stelle in Shadowbringers so sehr. Welche, wo du den Shadow bringst? Doch, pass auf, folgende Szene. Du bist halt in so einer Wüstenstadt, voll mit Händlern. Da du aber von den Exarchen rübergeschickt wurdest, bekommst du Geld dazu noch. Yes. Und als, quasi als bekommen, musst du irgendwas wo kaufen. Und du entscheidest dafür, dass du was zu essen holst. So, und diese eine Mütze, die du kriegst, ist so viel wert, dass du den ganzen Laden abkaufen kannst, aber dein Charakter entscheidet dazu, ja, ich will alles essen. Ich will, I want to eat everything. Weißt du, er liegt schon halb im Food-Koma. Ist aber brechen und du kannst entscheiden, ob du wirklich alles aufessen willst oder mit den Leuten teilen willst. You want to eat or you want to die? Ich hab mich nie getraut, zu machen, dass er alles auf isst. Hallo, Michi. Hi. Hi, willkommen im Stream. Oh, ein Stream? Ja, ich spiel Mario 3. I'm feeling retro. Oh. Ja, und ich bin mega scheiße gerade. Wenn du Resi 3 hättest, Live LP, ja oder nein? Wait, what? Duro reden vom Resi 3 Remake oder you know? Weil wenn yes, dann vielleicht, wenn nein, dann maybe. Yes. Yes. Can I stop sucking dick? I mean, please. Give me pills. Ah, okay. I'm gonna fuck this level up so bad. This is what you get! Ich darf endlich in die Nichtsarche Danke spielen. Das ist keine Antwort. Das siehst du. Scorps! 1003! Vielen Dank für die 5 Euro Spende, mein Gott. Random Notification. Random Notification. So random, so Notification. Oh Leute, plötzlich ist auch Michi dabei. Ich war doch nur eine Sekunde weg. Hi. Das war aber eine lange Sekunde dann, Bibi. Ja, meine Katze hat auf die Treppen gereiert. Ich musste kurz dahin. Oh, danke. Danke, dass du mir das sagst, wenn ich gerade gegessen habe. Sorry. Miau, I mean bleh. Ich bin am Essen, aber mich stört's nicht. Oh, ich werde es nie vergessen. Sitz oben am PC, immer kommt die Katze von meinen Eltern vorbei. Ich guck sie an. Ja, was ist denn los, Katze? Guck mich mit wie so ein Scheunendrescher an. Reiert genau auf. Weißt du, wir hatten Laminatboden. Wo reiht sie hin? Auf mein einziges Shirt, das ich auf den Boden hingeschmissen habe, geht weg. Denkt mir, ja, okay, fick mich, Katze. Karma! Einfach leg deine T-Shirts nicht auf den Boden. Ja, ernsthaft. Ich hab das Ding auch weggeworfen, weil ich gesagt habe, nee, das ist mir nicht wert. It smells like Katzenkotze. Fick dich, Sonne. Klimawandel existiert nicht. Ich grad, du bist doch Anti-Vaxxer. Mario ist ein Anti-Vaxxer, confirmed. Nein, Mario nimmt Drogen, das weiß doch jeder. Ich war ganz sagen, Michi, wir teilen uns eine Hirnzelle. Ich meine, gerade hat diese Fantasie gehabt, dass er ein Dämmchen, was auch immer er ist, Eichhörnchen oder so ein Scheiß, sind ständig irgendwelche komischen Viecher. Ich wette, das ist alles aller Alice Madness Returns. In Wirklichkeit metzelt er gerade einfach alles nieder in der wirklichen Welt. Und in seiner Fantasiewelt sieht er einfach diese Welt. By the way, Scorps, vielen Dank für den Sub, mein Dude. Und Scorps, 19 Monate. Hast du deinen Namen geändert eventuell? Oder bin ich einfach nur gerade wieder retarded? Du darfst ja gern sagen, dass ich retarded bin. Du hast meine Erlaubnis dazu. Okay, du bist retarded as fuck, dude. I know.
I know! He sounds so pro! Ich hab ein Patent dafür! Ah, ja, Marita, ja, ja, hab ich. Wer warst du vorher? Damit ich mir da einen Namen drauf machen kann? Weil ich möchte tatsächlich einen Namen im Kopf haben. Ich möchte nicht wie Andy sein, der seine Leute nach Farben benennt. Dann sortierst du halt nach Gerüchen. Ja, jetzt müsste ich eigentlich sagen, ja, ich kann meine Leute aber nicht riechen, aber das wäre nicht nett. Oh, wow. Dann eben noch warum kannst du sie nicht riechen? Sind yes. Sie weit weg? Shadow, kannst du mich sehen? Das ist so klein, nee. Das ist so dunkel, ich kann nicht. Ich kann dich nicht hören. Ich kann dich nicht hören. Ach, Austria, so ja, natürlich. Now I remember. I remember, Simba. The 21st night of September. Meine Fresse, Vivi. Hä? Der Nichtsarche ist der allererste Gegner, so ein riesengroßer Rochen. Ja. Worüber unterhält sich meine Allianz? Darüber, über Steve Irwin. Also, jedes verdammte Mal reden die über Steve Irwin. Warum? Ist immer noch besser als What the fuck is a prime number? Weil Steve Irwin von einem Rochen erstochen wurde. Autsch. Wortwörtlich. Würde mir stinken, wenn ich er wäre. Also ich habe all die Jahre drauf nicht ich will jetzt nicht sagen gewettet, aber eigentlich darauf gedacht, falls er jemals ein Tier erlegen würde, dann wäre es so ein scheiß Alligator. Nein, er stirbt wegen fucking Mantarochen. Ja, irgendwie man wartet, er stirbt. Es ist Mantarochen. Mantarochen! Ich stelle mir das gerade richtig vor. Das ist gerade voll makaber. Aber so seine Familie jedes Mal. Mama. Das ist voll makaber. Nein, das ist arschlange her. Ich glaube, ach du meine Güte, das ist, da war ich in der 5. Klasse, ist das passiert. Okay, es ist nicht mal makaber, es ist einfach makaber. Boah, meinst markant? Ich habe gestern deinen Harry Potter 1 PS1 mal wieder geschaut. Ich habe vergessen, wie zerstört Hagrid war. Hagrid war immer noch ja. Ist. Hagrid. Am besten immer noch Malfoy, hallo? Hagrid sieht einfach aus wie ein fucking Terrorist in dem Spiel. Er sieht eher aus wie ein Berg mit Augen. So wie ja. Ist echt so. Er sieht einfach aus wie ein fucking Berg mit Augen. Oder wie so ein Gartenzwerg mit Laubheit für den Also wenn ich an Harry Potter und PS1 denke, muss ich immer daran denken, dass ich... Als ich meine erste PlayStation 1 hatte und nur das Spiel hatte, musste ich meine PlayStation verstecken, damit ich sie für mich hatte, weil meine Mutter dann gezockt hat. Oh mein Gott, Mr. Schoschmann, der Klimawandel. Oh nein. Klimawandel existiert nicht, sagt Mario. Lasst eure Kinder nicht impfen, sagt Mario. Alter. Aber was ist dann mit Dr. Mario? Krankheiten behandeln ist kostenintensiver als Vorsorge. Weißt du, dann als nächstes kommt Mario irgendwie an, so von wegen Abtreibung ist nicht Gottes Wille. Alter. Ach, deswegen haut die Stelle. Go fast for Church! Go fast for Jesus! Go fast for Jesus! Was? I mean, you gotta go fast for Jesus! Speaking of gotta go fast, wer von euch hat schon den neuen Trailer zum Sonic-Film gesehen? Yes. Ja, was haltet ihr davon? Ich find's saugeil, ich gehe jetzt 100% ins Kino. Also ins Kino werde ich wahrscheinlich nicht, aber ich werde mir den Film wahrscheinlich holen, wenn er auf Blu-ray ist, einfach damit ich ihn auf Englisch gucken kann. Weil die deutsche Synchro ist leider immer noch ein Problem wahrscheinlich. Es sei denn, sie haben es tatsächlich geschissen gekriegt, dass er nicht mehr sagt, Bruder muss los, anstatt gotta go fast. Kam nicht vor im Trailer. Kann ich nicht sagen. Was? Ich hab nur den Englischen bis jetzt gesehen. Naja, der Deutsche, den haben sie jetzt ja auch noch nicht nochmal neu gemacht bislang. Nö. Weißt du, ich schätze mal den Fehler wiederholen sie nicht. Fucking Gangsters Paradise nicht mehr läuft Hintergrund. Ja, oh mein Gott, das hat richtig alles zerstört, Mann. Darüber hat sich Tobi aufgeregt, fuck, jetzt haben die kein Gangsters Paradise mehr, aber eine andere richtig schlechte Rap-Musik. Was denn, Gangsters Paradise ist eigentlich voll das geile Lied. An sich ja, aber es passt ja überhaupt nicht zu Sonic. Also ich fand jetzt die neue Musik hat viel besser gepasst. Ja, doch. Also zu Sonic würde am besten Through the Fire and Flames passen.
Das einfach war eine ganz verrückte Idee. Man nimmt einfach was von Crash 30. Oh, come on. Wie viel sagen Sie, dass eine Marketingstrategie war? Ja. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine legitime Marketingstrategie ist, etwas absichtlich scheiße zu machen. Totale Marketingstrategie, dann auch noch den Release absichtlich rauszuzögern, ne, während sie auf die Kohle hoffen, die in Flöten geht. Hm. Ah, ich glaube, das war, also ganz ehrlich, wenn Leute das als Marketingstrategie nutzen, dann müssen die richtig hart dumm sein, einfach weil du viel mehr Geld ausgibst, als dass du später reinkriegst. Weißt sorry, du, also wer glaubt, schlechte dass... Memes verdienen auch inzwischen richtig viel Geld, das schätzt man nicht so. Naja, aber trotzdem, wer glaubt, dass wir eine Marketingstrategie, der glaubt auch, dass wenn sie auf der Gamescom ein schlechtes Spiel zeigen, dass es in den 5 Monaten, bis es rauskommt, alles nochmal komplett gefixt wird. Geil, es gibt jetzt gar kein Problem. Tolles Spiel. Ich sag's mal so, Landwirtschaftssimulator ist jetzt auch nicht das beste Spiel, es schafft es irgendwie jedes Mal... irgendwie sich dafür bekannt zu machen, weil es scheiße ist. Aber wenn ich scheiß Film gucken will, gucke ich Sharknado an. Ne, das ist Trash. Warum nicht Pandemic? Ich meine jetzt an sich nichts gegen Julian Bam, um Gottes Willen. Aber ich meine, direkt eine Hauptrolle ist vielleicht ein bisschen hochgestochen. Vielleicht ein bisschen zu viel. Hätte ja schon in den anderen Film Nebenfiguren gesprochen. Welchen? Ich einfach unverbesserlich 3 zum Beispiel. Der dritte war relevant. Interessiert ja keine Sau. Es geht ja nur darum, dass der auch mal Nebenrollen gehabt hat. Ja, gut. Also es ist nicht so, dass sie gesagt haben, okay, dein allererstes Mal hier direkt eine Hauptrolle, gut, Name drauf. Dass sie jetzt dann halt so entschieden haben, ihn zu nehmen, während man noch die Möglichkeit hätte, mal die Sprecher von den Spielen zu nehmen, das ist halt ein Fehler, den Sony gemacht hat. Das ist ein großer Fehler. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, ist es scheißegal, wie der Kerl klingt, letzten Endes haben das 50 Leute in Anzügen, inklusive den Firmen dahinter entschieden. Dann sollte man sich mal einkriegen. Mein Leben ist zu Ende, wenn sie Nines machen. Ich meine, ich kann halt nicht verstehen, wieso sie sagen, komm, er sagt gotta go fast. Wie wär's, wenn wir es mit Bruder muss los übersetzen? Du hast gesehen, nach welchen Vorstellungen sie denn das erste Mal den Igel losschicken wollten. Ja gut, es sah einfach dass nur aus... Dass dann Leute was zu bestimmen hatten, die keinen Plan hatten, müssen wir nicht diskutieren. Ja, yeah, that's true. Ich bin mir uns an Shotron zurückerinnern können. What the fuck ist das Sonic? Das ist wortwörtlich. Was mir darum sagt, geht, selbst im Englischen haben sie irgendeinen Wannabe-Promi genommen, anstatt einfach mal den Originalsprecher der Spiele. Ich finde ihn aber nicht schrecklich, muss ich gestehen. Er passt aber auch nicht. Er gibt sich wenigstens Mühe. Also so mal... Also ganz ehrlich, ich mochte den Synchronsprecher. Es muss nicht immer das Original gleich sein. Aber Shadow ist ja aufgefallen. Halt die Möglichkeit. Bei den, ja, aber dann sollte man nicht rumheulen, wenn es mal nicht so ist. Ich meine, es klingt gut. Ich hab dieses Miau rausgenommen. Ja, stimmt, weil es war stupid. Es war einfach nur noch es war einfach nur dumm. Ja, ist es auch. Aber ich werde den gucken, definitiv. Also ich hab nicht mehr so viel Angst davor. Ich hab nicht mehr so viel Angst davor. Realfilm. Ach, komm, Jim Carrey wird das Ding stemmen. Realfilm Sonic ist nicht real, er kann dir nichts tun. Aber weißt du, was ich mochte? Ich mochte tatsächlich Jim Carrey, wie er einfach komplett eskaliert ist, die ganzen Dance-Moves, muss ich echt sagen. Es ist Jim Carrey, also... Es ist Jim Carrey, ja, aber selbst mit Jim Carrey kannst du Sachen verkacken. Schwer jedoch, also da musst du ihm schon wirklich einen Haufen Müll als Skript hinlegen. Oh, und sie haben auch den Namen von ihm nochmal geändert. Er ist jetzt wieder Dr. Robotnik, was mich sehr freut. Robotnik. Wieso, wir haben den sonst genannt, Dr. Robotik oder was? Eggman. Naja, hätte auch Sinn gemacht. Ich dachte immer, es wären 2 verschiedene. Es sind auch 2 verschiedene. Nein, Ivo Robotnik ist eigentlich der Großvater. Eben. Also laut der Lore, ja. Ah, okay. Ich weiß, jetzt gehen wir hier ein bisschen Deep Shit, indem wir hier die brutale Sonic-Lore auspacken. Jesus fucking Christ, kriege ich hier auch mal was geschissen heute? Nein. Ich weiß, es ist Mittwoch. Es ist Mittwochtag. Mittwochtag? Noch umständlich hier kannst du es nicht ausdrücken, wa? Nein. Mittagwoch. Don't worry. Herr
Blackjack is my middle name. I thought it's the. I thought your middle name is the. Ganz ehrlich, ich mag Sonic Boom nicht, aber ich mag den Cartoon darüber, der ist also. Ich bin ganz ehrlich, ich mag eigentlich nur Knuckles. Knuckles ist ein Arschloch. In der Serie, ja. In der Serie ist ein absolutes Arschloch. Okay, Tank, alles klar, Paladin, dann bin ich nicht mehr in Tank, hab ich kein Problem mit. Darf ich by the way mal sagen, dass Schwimmen in Mario 3 echt nicht das Schönste ist, was du in deinem Leben machen kannst? Nein, das ist wirklich. Es ist echt irgendwie. Okay, gut. Ich hab Mario 3 nie gespielt. Weißt du was, Dude? Ich auch nicht. Ich schon. Ich hab früher auf dem Game Boy Super Mario Land 2 gespielt. Ich auch! Die Golden Coins! Destroy Mario! Und da war Wario noch ernst zu nehmen. Ja. Boah, shit, Froggy. Komplett Sachen über den. Heute ist er einfach nur ein Vollidiot mit seinem Cousin. Ja. Aber er hat coole eigene Spiele gekriegt. Ja, hat er wirklich. Die ganzen Wario-Wear-Spiele sind richtig geil. Ja, ich persönlich hier Super Wario Land halt. Wo der einfach nur ganz hinter Kohle her ist. Ja, wortwörtlich. Ja. Es gab ja dieses eine Gamecube-Spiel, was ich sehr mochte von Wario. Wario ist einfach komplett angepisst, dass er beklaut wurde und holt sich seine Kohle wieder zurück. Und geilsten bei den Wario-Spielen wäre einfach das Rating, im Prinzip, wow, der darauf basiert, wie viel Kohle du gemacht hast. Sprich, wie groß das Schloss wird, das du kriegst. Das haben sie nachher in Luigi's Mansion dann übernommen. Hot! Okay. Je nachdem, wie viel Kohle du in der Villa findest, desto eine geilere Bude kriegst du am Ende. Ja. Ich weiß ja übrigens nicht, ob ihr was von Luigi's Mansion 3 mitbekommen habt. Ich mag's immer noch nicht. Ich hab davon jetzt nicht viel gesehen. Ich hab bloß diese eine Katze gesehen, wie sie jetzt alle ins Bett gehen. Und das ist diese eine unglaublich süße Szene, wo Luigi und Mario sich gegenseitig Night-Night. Das fand ich so süß. Ja. Das ist just pure. Night-Night, Night-Night. Ich meine, ich habe gelesen, dass Luigi's Mansion 3 echt gut geworden sein soll. Aber dennoch. Das würde ich mir auch holen. Dennoch bin ich da und sag mir so. Ich mag immer noch nicht diesen Artstyle. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Das ist auch nicht schlimm. Weil ich. Ganz ehrlich. Ich bin da jemand, ich habe mir gesagt, so Gott. An sich, das erste Luigi's Mansion war fucking awesome. Es war dunkel, es war tatsächlich ziemlich spooky. Für ein fucking Nintendo-Game mit Luigi im Hauptcast. Da hat sich ja schon selten, dass Luigi mal irgendwie was reißt. Ja, eben. Also von daher. Der arme Mann darf einfach keine Ruhe haben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde eigentlich die Entwicklung, wie sich das jetzt von Luigi's Mansion bis Luigi's Mansion 3 entwickelt hat, eigentlich recht geil. Weil die auch so viel Liebe in die Details und Expressions und so reingepackt haben. Und wirklich so, du guckst dir das an und du denkst, es ist ein Film. Es ist einfach so geil. Ich liebe es. Ja, es ist einfach so. Ja. Weil ganz ehrlich, was mich immer so damals gewurmt hat, das ist, ich weiß jetzt, meckern auf hohem Niveau und so, aber damals bei den Originalspielen fand ich das immer so komisch, dass Luigi einfach die ganze Zeit denselben Gesichtsausdruck hatte. Wirklich die ganze Zeit. Ich dachte mir so, Alter, dir friert doch gleich das Gesicht ein, Junge. So. Ah, also wie die Protagonisten und alle anderen Charaktere aus Sword and Shield. Nein, und okay, jetzt so. Und jetzt inzwischen ist da richtig eine Dynamik drin. Das ist so richtig viel Mimik, sehr viele Expressions, sehr Meme. Viel... Meme. Ja, sehr viele... Sehr viele Details. Lol, er hat Meme gesagt. Ja, aber das lag auch, das ist glaube ich auch der Tatsache geschuldet, dass so eine Entwicklung von Spielen auch einhergeht mit der entsprechenden Programmiertechnik und Spieltechnik an sich. Zu dem Zeitpunkt haben wir das Hüsische einfach nicht hingekriegt, also nicht hergegeben. So vom Code her und alles. Ich weiß einfach nicht, was für eine Mimik die dem geben sollten, kann auch sehr gut sein. Ich find's halt einfach gut, dass da jetzt viel mehr drin ist als vorher. Und ich muss auch sagen, man sollte
klar, sicherlich über die Jahre verändern sich Spiele halt in Bezug auf die Grafik oder die Stimmen oder weiß was ich was. Es gibt immer irgendwelche Änderungen und immer wird irgendjemand sagen, boah, das ist aber das nicht wie das Original, das mag ich jetzt nicht. Ja, aber ich finde, man muss ein bisschen die Eier haben und einfach mal sagen, so, okay, wisst ihr was, ich gebe mir das jetzt mal und dann gucke ich einfach mal, ob das jetzt gut ist oder nicht. So, einfach mal nicht alles gleich sofort verteufeln, weil es nicht wie das, in Klammern Gänsefüßchen, Original ist. Nee, ich mag ja einsehen, dass es halt gut ist, also um Gottes Willen. Generell auch, was sie mit dem Gameplay gemacht haben, sieht sehr nice aus. Aber ich bin halt jemand, der sich sagt so, ich mochte halt den Originalstil lieber. Ne? Ja, das kenne ich aber. Und der aktuelle, er sagt mir einfach nicht zu. Weißt du was, das ist genau dasselbe mit mir mit Mario Galaxy 1 und 2. Ich mag den ersten lieber, obwohl der zweite so gesehen besser ist. Aber ich mochte es einfach viel lieber, das System, wie man die Planeten besuchen konnte. Ja, es war halt offener so ein bisschen. Dass du halt immer mehr von deinem Schiff freispielen konntest, dass du die Planeten nur so besuchen konntest, indem du zu gewissen Gebieten hingehst und von dort aus dich hinschießen lässt. Das mochte ich zum Beispiel sehr gerne. Und das haben sie weggemacht. Das fand ich sehr, sehr schade. Oh, guck mal, da gehen die Meinungen auch wieder auseinander, weil ich zum Beispiel fand Mario Galaxy 2 schöner. Gerade wegen diesem, ja, ich nenn's mal Oldschool-Level-Select-Style. Ich mag sowas. Ich mochte dieses Oldschool, aber ich verstehe komplett, weil das heißt, ich das zweite lieber, was ich komplett nachvollziehen kann. Samus Aran, mir geht's soweit gut. Ich komme heute halt aus der Stadt. War halt ein bisschen in der Stadt unterwegs mit meiner Mutter zusammen. Von daher, I feel a bit frosty right now. Deswegen habe ich auch diese Jacke hier an, die ich mir heute gekauft habe. Das ist die günstige von C&A. So günstig war die jetzt nun auch nicht, aber also eigentlich wollte ich nur einen Pullover haben, weil ich habe sau wenig Pullover jetzt für den Winter. Und das war so mein Hauptziel eigentlich da und ja, irgendwie hieß es dann so von wegen, ja guck mal, die Hose sieht aber nice aus. Dann habe ich gesagt, die sieht echt nice aus, die gefällt mir. Hätte ich dann gewusst, dass ich meine Hose in einer Stunde bei Ikea reppe, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch noch eine geholt, just in case, aber that's something else. Meinung? Müssen wir mal wieder nach Dark Ages gehen? Naja, bei Dark Ages bestelle ich noch regelmäßig, so ist es nicht. Ah. Es war zum Beispiel die Hose, die ich von denen hatte, die mir gerippt ist jetzt. Aber ich habe die jetzt auch schon über ein halbes Jahr gehabt, also dass die jetzt den Geist aufgibt, ne, sei ihr verziehen. Ja. Also bei mir halten die Hosen immer relativ sehr lange. Das Einzige, was nur ein paar Wochen hält, sind die Knöpfe. Die reißen mir immer ab. Ja, das habe ich nicht. Bei mir gehen sie immer denn so bei den Beinen. Zwischen den Beinen gehen sie mir immer kaputt. Im Schritt. Das liegt bei mir immer daran, weil ich halt, ne, ich laufe auf der Arbeit viel. Ergo, das läuft sich schnell ab. Durch Reibung. Ja, das habe ich bei manchen Hosen gehabt, weil ich bei mir auf Arbeit immer sehr viel auf so einem Bürostuhl sitze, der so rau ist. Und dann scheuern die sich dann immer am Arsch durch. Ja, gut. Aber mittlerweile geht's eigentlich. Ich habe mittlerweile einen anderen Stuhl, also anders als früher. Der ist nicht ganz so assig. In der Ausbildung habe ich im KWG Hosen durchgekloppt, weil der Stuhl scheiße war. Darf ich mal kurz anmerken, die Biester spucken Spiky Balls aus, die größer sind, die genauso groß sind wie sie selber. How? Weißt du, das sind Kiwis. Die denken sich so Kiwis. Und ne, dann haben sie so einen Spike Ball. Das sind die Kiwi-Vögel. Nee, das ist ein selbst entpackender, also das ist quasi, die haben quasi so Zipp-Zeug in sich, was sich dann, wenn sie es ausspucken, entpackt. Zipp-Zeug? Wir nennen es liebevoll den reversen Panzerkeks. Ja, so ungefähr. Oh, Meinung zu Death Stranding. Oh boy. Also ich habe mir da aktuell noch gar nichts angeguckt. Ich habe halt nur von vielen Seiten gehört, dass es sehr, sehr lange braucht, um tatsächlich in Fahrt zu kommen. Was ich also, mir eigentlich gedacht habe bei einem Kojima-Game. Das Ding ist, ich gucke aktuell hier das Let's Play von Jacksepticeye, was das angeht. Wir sind gerade bei Part 3. Also das sind circa so 6 Stunden im Game.
Und ja, ich muss sagen, das Spiel ist verdammt geil. Also wirklich alleine, klar, natürlich, die meisten sagen, mehr Action und weiß was ich was. Aber das ist kein Kojima-Spiel. Das Ding ist, du bist eigentlich, ist es eine Mischung aus, halt klar, du hast dann halt so eine Open World, du hast da halt Stealth und so. Aber du bist halt da in so einer Welt drinne, wo alles ziemlich düster ist. Du kommst in dieses Spiel und du weißt am Anfang gar nichts. Dir wird literally nichts erklärt und du kriegst wirklich mit jedem, du kriegst quasi dieses Gefühl, du bist dieser Charakter und du hast keine Ahnung, was abgeht. Ja, so, das ist ja auch an sich gut. Es ist saugeil. Das ist also, das, was ich bisher gesehen habe, ist richtig cool. Ich würde das wahrscheinlich nie selber spielen können, weil ich eine fucking Memme bin, aber es ist ein geiles Spiel. Ich würde es nicht spielen, weil ich die Zeit dafür nicht habe, um ganz ehrlich zu sein, leider. Weil ich kann sehen, wie das Spiel halt das Appeal für viele ist. Aber ich kann auch genauso gut verstehen, dass es halt viele nicht anspricht, weil du halt wirklich Zeit brauchst, um da überhaupt mal reinzukommen. Also, vor allem wenn du in so ein Spiel nicht reinkommst, ist es ein fucking Chore. Dann zieht sich so ein Spiel einfach mal wie Zahnpasta. Ja, ich würde es nicht spielen, weil ich lieber die meiste Zeit entweder Minecraft oder Cone Exiles oder irgendwelche anderen... ich sammle Kram zusammen, baue irgendeinen witzigen Scheiß und bringe irgendwas um, spiele. Ich bringe irgendwas um, spiele. Ja, was denn? Bei Cone Exiles heißt es, töten oder getötet werden, weil so ziemlich alles dich da umbringen kann. Vor allem ganz am Anfang. Und weil man da hoffenweise Leute versklaven kann, um sie für sich arbeiten zu lassen. Das ist witzig. Ich meine, ich nenne diese Fangmethode, du musst mit so einer Keule ja K.O. hauen und dann alle Füßen voran mit einem Seil in dein Lager schleifen. Ich nenne diesen Vorgang immer ganz gern Vorstellungsgespräch. Du lädst Leute zu einem Vorstellungsgespräch ein. BZW, du lädst sie... Ich lade sie vor. Ach so läuft das. Ja, das ist eine Vorladung zu einem Vorstellungsgespräch bei einer unfreiwilligen Arbeitsstelle ohne Bezahlung. Unfreiwillig, ohne Bezahlung, auf Toast. Sounds like Schichtarbeit für mich. Das Einzige, was ich leider nicht hingekriegt habe auf meinem Spielstand, ist die Nudity-Einstellung richtig einzustellen. Das heißt, ich habe leider keine nackte Tänzerin. Das ist echt schade. Das wird mich stinken, das wenn ich du wäre. Mensch, Milchi, tust mir gerade so leid. Alter. Ja, aber naja. Alex, I feel you. Ja, aber naja, die hat sowieso nicht die größten Titten. Ich glaube, die gibt's eher im Norden mit den ganz großen Titten. Natürlich, ich meine, die müssen einen ja warm halten, hallo? Nordic by Nature und so. Und ich muss noch das eine Rezept finden, damit ich den, da gibt's extra so ein Tänzerinnen-Outfit, das kann man dann craften, dann muss ich noch das Rezept finden. Bestimmt geben die dir auf deine Bärs irgendwelche tollen Werte. Mhm. Kann ich mal aufhören, super dumme Tode zu sterben? What the fuck? Nein, das ist wohl das witzig ist. Ja, das ist voll witzig, ey. Gib dem Video ein Like, wenn ich dumm sterbe. Es gibt bei Cone tatsächlich einen Trank, der wirklich gewisse Dinge verbessert. Aber die Frage ist, kann man ihn auch trinken? Schmeckt er denn auch nach Pfirsich? In-game kann man ihn halt trinken, wonach er schmeckt, weiß man entsprechend natürlich nicht, aber er verbessert das Charisma, indem er gewisse Extremitäten vergrößert. You get a bigger dick. Yep. Yes. This is a big dick drink. Big dick drink? Kein Scheiß, den kann man da wirklich irgendwo finden, also das Rezept dafür, und dann kann man den machen. Big Dick Drink. Es gibt im Spiel bei der Charaktererstellung, gibt es bei Frauen gibt es halt einen Regler für Brustgröße und bei männlichen Charakteren gibt es einen Regler für, der nennt sich Ausstattung. Du get a big swag for a big dick. Das ist einfach total bescheuert, das Spiel. Just get a big swag for a big dick. Hey, you got big boobs? Yes. Yes. Do you like them? No. Why not? Because I'm a dude. Ah, yes. Ich weiß nicht, ich muss meine Festung irgendwann endlich mal fertig bauen, dann mein Schlafzimmer einrichten und hoffenweise Tänzerinnen da reinstellen. Ja. Ich sehe, du musst was kompensieren. Die realen Probleme.
Ich wünschte, ich hätte auch so eine Probleme. Das wäre cool. Ne? Nicht genug Panzer würden. Oh, achso, das ist so ein Level hier. Das sind die wahren Probleme des Lebens. The real problems. Kennen Sie das auch? Sie haben ein Schlafzimmer, aber nicht genug Tänzerin. Das muss nicht sein. Kennen Sie das auch? Sie haben genug Tänzerin, aber Ihr Penis ist zu klein. Take a big swig for a big dick. Weißt du, das Problem? Weiß ich jeden Tag. Eigentlich brauchst du dann für das Video noch so ein paar überengagierte Laiendarsteller, die dann das Problem noch memehaft darstellen. Do you have a small penis? Do you suck dick? Ich find's immer schön, wie sie beim Teleshopping da halb am Verrecken sind, von wegen, der Wischmopp funktioniert nicht. Dann bricht man sich jemand dein Haus ein, nur um seine Marke anzudrehen. Ja, ich liebe solche Teleshopping-Werbung. Weißt du, genau sowas will ich für diesen Big Dick Drink. Wüsstet ihr, dass jede Werbung, also diese Werbesendung immer nachsynchronisiert werden, auch die in der entsprechenden Landessprache? Natürlich, damit es internationaler wirkt. Damit das einfach genau immer gleich bescheuert klingt, glaube ich. Selbst ein deutscher Teleshopping-Typ, der irgendwo aus Österreich, der wird auch nachsynchronisiert. Habt ihr aus Versehen auch zwei Beine? Wenn ja, kauft euch beinfreien. muss aufpassen. Chuck Norris kann einbeinige tunneln. Fuck! Alter! Ich bin ja auf Pinterest immer sehr viel unterwegs. Da gibt es immer sehr viele schöne Bilder. Ah, dein Pinterest ist also... What the fuck? Was ist mit dem König passiert? Sind fucking Kappa? Hey, Bibi. Oh mein Gott, Toad sieht so... Ich hab vorgestern wieder mit Supernatural angefangen, ne? Yeah. That's Supernatural. Yeah. Da ich ja dank NordVPN jetzt die Möglichkeit dazu habe, auf Netflix zuzugreifen. Sponsored by NordVPN. Also, ich hab noch nie mein Leben Supernatural geguckt. Ich hab noch nie in meinem Leben NordVPN benutzt. Sie ist sowas von Team Sam. Ja, Bibi wäre absolut Team Sam oder. Ja, oder Cassio. Bobby. Ich hab null Ahnung von. Ich denk mir so, das sind irgendwelche Namen, okay, cool. Ich bin ganz ehrlich, an Bobby erinnere ich mich nur sehr schämhaft. Alleine, was ist das denn für ein Idol-System da? Was ist denn da los? Du wirst verstehen, warum. Idol. Hey guys, this video is sponsored by Shadow Raid Legends. Fucking. Shitten kacken. Sponsored by Big Dick Juice. Sponsored by Dick Pick Juice. Dick Pick Juice. Dick Pick Juice, was? Aha. Ich weiß, it's the same. Jetzt kennen wir seinen Lieblingspublisher. Mein Lieblingspublisher, Dickle Pickle. Bestellen Sie jetzt und Sie kriegen diese Dickpicks. Gratis dazu. Und wenn Sie jetzt sofort anrufen und sofort bestellen, dann wächst Ihnen vielleicht auch heute noch ein Schlong. Who knows? Und schalten Sie alljährlich ein, wenn es wieder heißt, Pickle Dickle Jot Day. Aber Supernatural würde dir gefallen, weil es eigentlich genau die Sachen drin hat, was du eigentlich magst. Oh, ist das wie Stranger Things? Is me. Nein, besser. Nein, es ist nicht. Es ist besser wie Stranger Things. Es ist stranger als Better Things. Ich meine, es ist better als Stranger Things. It's stranger als Better Things. Entschuldigung. Also ich hab die erste Staffel von Stranger Things geguckt und mir gefiel es gar nicht. So, wisst ihr, der Stream ist mir jetzt gerade ein bisschen... wenn wir schon die ganze Zeit von Teleshopping und der ganzen Scheiße labern, ne? How about you guys have some Werbung? Wir sehen uns in einer Minute wieder, es sei denn, ihr seid cool, dann sehen wir uns, ja. Jetzt die Stranger Things Musik einblenden. Ey, ich hab noch so genug von ihr in Haft. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir mal gucken könnten. Geil, Werbung. Alter, ich würde dich gar nicht mehr gehen lassen. Ich liebe Supernatural. Alex, ich habe nicht geschlafen und ich muss gleich zur Arbeit. Du bleibst sitzen. Nee, sag's mal so. Angefangen hat es 2005. Wir haben bis 2019. Die sind immer noch in Produktion. What the fuck, worüber reden die? Ist es denn aktuell die neuen Folgen auch noch gut? Ja, natürlich. Das ist alles eine ganz große Story.
Alter, dass sie so viel Material haben, um darüber zu... Die suchen immer noch ihren verlorenen Toaster. Chuck Norris hat ihn gefunden. Nein, Chuck Norris hat ihn gefunden. Was denn? Chuck Norris knows Victoria's Secret. Oh lol. Hey. Alter. Na Leute, war die Werbung schön, hat Spaß gemacht, habt ihr was Schönes gelernt. Wisst ihr jetzt nun, wozu Big Dick Juice... Fuck! Ich wollte damit aufhören. Gut, okay. Willkommen zurück zu Mario 3. Wir machen hier weiter. Jetzt wissen wir halt wieder ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr habt was daraus gelernt. Also ich habe gelernt, dass Chuck Norris Tische unter Kaugummis klebt. Weißt du, kaut er die auch vorher durch? Pinterest ist für mich immer so diese Seite. Sie ist absolut spezifisch für jeden, für jede Person. Ergo, für jeden ist Pinterest was anderes. Bei Micha ist es einfach fucking Chuck Norris Witze. Ach, das ist möglich. Also ich habe hier extra einen Ordner für Humor. Das gilt für dich unter Humor. Ich habe einen Ordner für Humor. Weißt du, die anderen werden mit Humor geboren, er hat einen Ordner für sowas. Einen ganzen Ordner für Humor. Einfach nur witziger Scheiß drin. Ich meine, keine Ahnung. Zum Beispiel, da siehst du ein Bild mit Captain Picard, der so einen Baumstamm hält. Da steht da unten Captain Slog. Star Trek Joe. Star Trek Joe. Yeah, I don't get it. Hey, come on, das ist, jeder versteht das. Nein, ich hab jetzt legit, ich hab null Ahnung, was es gerade zu bedeuten hat. Nee, du weißt, wer Jean-Luc Picard ist. Nein. Der Glatzköpfige. Der aber schreit, shut up, Wesley. Ich hab noch nie in meinem Leben Star Trek geguckt und ich hab's auch nicht vor. Was? Oh mein Gott. Ich mag Star Trek, besonders den einen Typen in der schwarzen Rüstung und einem Laserschwert. Ja, genau der. Ich hab hier ein schönes Kombo-Bild. Ein Rothemd und ein Sturmtruppler gehen in einen Schusskampf. Der Sturmtruppler verfehlt jeden Schuss, das Redshirt stirbt sowieso. Ich meine, ich mag aus Star Trek den Gobble-Gloggen. Das ist mein Lieblingscharakter. Ja, davon habt ihr jetzt nichts gehört, ne? Nee. Sie. Aber immer der Schoschmann, der ist immer der Doofe. In dem Fall ja. Yes. Entschuldigung. Ja, da muss der Dumme sein. Was sagt der Sturmtruppler? Don't make me shoot in your general direction. Zwing mich nicht überhaupt so, dich grob anzugucken. Vielleicht gucke ich dich auch böse an. Who will know? Übrigens, Chuck Norris hat bei Star Wars mitgespielt. Er war die Macht. Oh, lol. Alter. Am Ende war es mächtig und sie mussten die Midichlorianer einbauen. Heißt das, jeder Sith Lord lernt erstmal Roundhouse Kick oder was ist hier los? Der Machtkick ist das. Nein, die lernen Chuck Norris. Die lernen einfach Chuck Norris. Die lassen sich erstmal einen magnificent Bart wachsen. Darf ich mal kurz anmerken, wie dieser große Hammer Bro einfach nur so gemacht hat? Der hat mir nur zugewunken gerade. Hallo! Hey dude! Sup? Wanna go to Subway? Micha, ich habe ein schönes Schrödingers Katzen-Phänomen für dich. Was denn? Wie kann Rotshirt sterben, wenn der Schurke farbenblind ist? Ganz einfach, er tut's. Redshirts sterben immer, das ist einfach eine unumstößliche Tatsache. Wenn ein Redshirt nicht stirbt, ist Gottes Ratschluss widerlegt und die Welt geht unter. Dann ist sein Kabel mal wieder defekt. Oder das. Er hat Lags. Wenn sie in der Wäscherei Scheiße bauen und die Hemden nur noch blassrosa sind. Ja, das stimmt ja nicht, weil er kein Redshirt ist, sondern ein Pinkshirt. Oh, Fragen. Ey, der schon wieder! Er ist der voll nette Typ! Das ist wahrscheinlich sein Twitter-Handle. Voll netter Typ. Unter dem Hashtag Hey netter Typ. Das hab ich genau. Chuck Norris hat den Niagara-Fall gelöst und die Formel 1 ausgerechnet. Oh Mann. Wow. Alter. Fucking hell. Oh,
Alter, Alex, was ist mit der Strombuchse passiert? Ist es deine? Ist das jetzt die, ist das diese Stromdose, wie wo Voldemorts Nase ist? Für alle, ohne Scheiß, ist das deine? Für alle, die nicht wissen, was ihr damit meint. Irgendwie letztens bei uns auf dem Server hat hier, wer war das nochmal? Hat Andy das gepostet? Das war Alex, warst du das? Ja, ich. So ein Bild von Lord Voldemort, wo einfach eine Steckdose ist, aber die Steckdose ist seine Nase, beziehungsweise seine nicht vorhandene Nase. Ich hab den noch. Alex, kannst du mir mal verraten, wie du das hinbekommen hast? Ich hab gesagt, das ist nicht meine. Ach so, ich hab verstanden, das ist meine. Ich meine, guck mal die Steckdosen an, das ist doch gar nicht deutsch oder beziehungsweise europäisch. Stimmt. Das Ding sieht irgendwie aus, als hätte man versucht, was mit Scheiblettenkäse zu überbacken. Oder so ein Marshmallow. Das ist ein Marshmallow. Shadow? Hä? Ich hab das Voldemort-Bild einmal nochmal reingeworfen. Oh Gott, no. Oh Gott, yes. Oh Gott, yes! Und so fühle ich mich jeden Morgen. Ohne Nase? Wie denn das? Ja, absolut. Michi, ich akzeptiere das. Man ich wache auch immer jeden Tag als Cthulhu auf und drücke den Snooze-Button und drehe mich um. Schlaf weiter. You snooze, you snooze, you lose. You snapper, you get slapper. Ja, du hast den Snooze-Button in diesem Fall einfach ein Haufen Kultisten, die dich geweckt haben. Zermatscht einfach und drehst dich wieder um. Yes. Das wird mir stinken. Passiert täglich ja tausendfach. Mhm. Nee, gut, no. Tausendfach. So viele Lovecraftische Monster haben wir jetzt auch nicht. Hundertfach. Offizier, mach gerade off-topic. Ich kriege gerade so nebenbei die Klamotten von Milchi. Und I can't help it, ich habe die ganze Zeit das Mystic Knights Team im Kopf. Das ist ganz schlimm. Das ist die extra Portion Kelly Family. Hey, Vivi? Ja. Some employees are banning the phrase okay, Boomer. Oh no. Here are some fun alternatives you can use to stay ahead of them. Okie dokie about the croaky 10 for dinosaur. Very well, sir, old ass hell. Fine with me, elderly. Got it, geriatric. Eat ass, Mr. Old Ass Grass. Eat ass! Oh wow. Weißt du, ich wusste vor kurzem nicht mal, was Boomer heißt. Und alle so, Befehl ist es auf einmal das Endboard geworden, was ich nicht verstehen kann. Dieser alte Dumme. Es ist einfach okay, Boomer, ist so dieser dumme Scheiß. Weißt du, warum? Für mich ist ein Boomer ein fettes Monster aus Left 4 Dead, also yes. Was ich denke, ja. Jetzt erklärst du mir den Unterschied zu dem, was es bedeuten soll und dem, was du interpretierst. Okay, Boomer. Ja. Ich meine, es ist unansehnlich, nach allen Seiten irgendwie gewachsen, sieht unfassbar hässlich aus und geht in die Luft, sobald du es schief anguckst. Wow. So wie die Alte heute in deiner Kasse, oder? Schöner. Ja, die alte Schabragerei. Mappy, mappy, die map. Yes. Ich will doch nur ein paar fucking Schulterplatten haben, das kann doch nicht so schwer sein. Oh doch. Mein Gott. Darf ich by the way mal anmerken, dass ich es schade finde, dass in der Riesenwelt keine riesigen Bullet Bills existieren? Ach, weißt du. Yay. What? Was? Das Ding hat sich umgedreht! Und mit seinem Schwanz den Mario abgewehrt! Oh, lol. What the fuck? War das gerade ein roter. Rotes Pferd-Anspielung? Ja, war es. Ja. Muss ich an das fucking 10-Jahres-Special von Rüdiger denken, wie er den Stream. Meine Güte, kann ich mal damit aufhören? Fucking fuck! It's Mystic Michi! Jesus, wie wir erinnern mich nicht an meine Kindheit. Mystic Knights, the Cardosia! Ich hab das gesuchtet! Darf ich mal. Ich hab das
das auch gesucht. Ich fand das so gut. Warum haben die das nicht weitergemacht? Ich fand Mystic Knights immer besser als fucking Power Rangers Fight Me. Ja, Dito, ebenfalls. Ich mochte beides. Ich war die Schweiz. Das ist das Schlimme. Du bist immer die Schweiz. So ja. Sehr. Ich mochte die Intro-Musik so wahnsinnig sehr. Also es war richtig gut. Und ich fand diesen Dieb immer toll. Ich dachte mir, hey, Diebe, cool. He's relatable, yes. Ich finde es geil, wie im Hintergrund die Dudelsäcke ausrasten einfach. Scheiße, meine Kindheit. Scheiße, meine Kindheit. Willst du das so stehen lassen? Kennst du das, wenn es auf einmal so klingelt, du wartest niemand mehr, aber steht da die Kinder vor der Tür und verprügelt dich mit einem Stück Brett? Ja, ich hasse das. Ich bin enttäuscht von dir. Oh, ey, jetzt hab ich wieder Bock, das zu gucken, Alter. Ja, Dito. Weißt du, es ist genauso wie das yes. Video, was ich dir jetzt geschickt habe. Oh, was war das? Oh, ich hab Luft lassen. Über mir, was? Erde war unter mir, Wasser, das mich umgibt, Feuer tief in mir. Nee, ist das nicht. Durchfall in mir. Oh, das war so cool. Ach ja, Dragon hat das. Das war auch geil. Ja, das haben wir auch. Die Anfangsmelodie war richtig hardcore, geil. Oh ja, da hab ich immer das Lied gesucht. How to Dragon Your Dragon. Ich kann den Text nicht, aber ich kann das. Das rote Pferd. Die war geil, hallo. Ey, ohne Scheiß, bei dem Stream von Rüdiger, ne? Das war so bescheuert. Zu Anfang hat er irgendwie eine Version von das rote Pferd, nur es wird jedes Mal schneller, wenn das Wort Pferd fällt. Oh, weißt du, und auf einmal ist es ultra langsam und dann hörst du nur das rote Pferd. Das ist so fucking dumm. Oh nein. Das klingt definitiv noch Rüdiger. Das war auch ein absoluter Rüdiger-Stream, aber ich fand's so geil. Auch wenn ich nicht verstanden habe, warum er auf Babytube streamt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. By the way, ich glaube, das mit Babytube, das werde ich mir ab sofort angewöhnen. Weil irgendwie seems legit. Baby? Ja. Bitte guck dir einfach die Streams an. Ja, gleich mal, weil ich guck mir gerade das Drachenliga-Intro nochmal an. I'm watching babies. Wisst ihr, was ich bei den Opening immer am geilsten fand? Das ist was richtig Dummes. Okay. Es ist nicht mal der Refrain an sich, sondern es ist später beim Refrain der zweite Part, wo du im Hintergrund immer das Keyboard dieses. Das Phil Collins Phänomen. Das Phil Collins Phänomen. Gib uns das Schlagzeug. Calling in the air. Es ist aber wirklich so, ich liebe dieses, oh, es ist eine Gitarre, ein Keyboard, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall immer dieses. Es ist so geil. Ist gut. I love it. Played about it. What? What? Oh mein Gott, sind das Dinos? Yes. Das sind Dinos. I fucking love it. Okay, Boomer. Ich mag ja, wie ihr Gesicht immer mehr nach hinten zieht, je schneller die laufen. Oh, jetzt muss einer noch Naruto ranmachen, dann ist mein Leben vorbei. Wow. Dino Naruto ran! Oh. Weißt du noch den einen, T-Rex, den wir auf der Gamescom gesehen haben? Oder war es Gamescom oder war es Japan-Tag? Ich weiß es nicht. Ich meine, es war Japan-Tag. Auf der Japan-Con. Ja, also Japan-Con. Und der Gamestag. Der Gamestag, ja. Oh. Ich meine, wir alle kennen den Gamestag. Ja. Das ist mal dann mit dem Rechner-Sitze. Jetzt habe ich so viele Ohrwürmer. Ah, right. Alle wollen sie dich umbringen. I wonder how, I wonder why. Wanna, wanna, why. Monkey, why. Monkey, why, monkey, why. Das kann doch nicht so schwer sein, scheiß Schulterplatten zu machen. Ey, das ist einfach ein Viereck. Wenn auch ein wohlbeschlagenes Viereck, aber ein Viereck. Das ist ein krasses Viereck, ey. Das ist ein sehr wohlgeformtes Stück Blech. This Viereck is lit.
This Foreck is lit, fam. Like the video if the thing, wenn ihr glaubt, dass das Dreieck das geilste Form ist. Hallo, was ist mit dem Hexagon? Octagon! Octagon! How, Elmo, how? Ich will aber einen Dodekaeder. Ohne Scheiß, wenn ich an Elmo denke, ne, muss ich immer mittlerweile mehr an Trigger Me Elmo denken. Speaking of fucking dinosaurs! Also wenn ich an Elmo denke, muss ich irgendwie an South Park denken. How, Elmo, how? Lass mich in Ruhe, Elmo. Ja, ich meine, es ist so sehr... Allein, es ist nicht mal dieses... Nicht nur dieses How, Elmo, how, es ist einfach nur dieses... Ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich Elmo klingt jetzt noch ein Spielzeug, das 2019 real sein könnte. Nee, es ich muss dir mal das Video dazu schicken, hol, es ist kinda hilarious. Erwartest du jetzt aber nicht, dass ich jetzt nicht als Gegenzug Rush ja Elmo reinwerfe. Oh, gleich, ich sterbe. Hast du den Extended Story für Yakuza 7 gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Did I miss something? Did I get spoiler plotted? By the way. Ja, ich hab halt so unter meinen Abos einen, so einen Erfinder-YouTuber, sag ich mal. Michael Reeves heißt er. Und der Typ hat einen Trigger Me Elmo gebaut. Quasi. Du musst du dir so vorstellen. Dieser Elmo kann sehen, welcher Rasse du angehörst. Also halt, ne? Ob du weiß, schwarz, Japaner, Asiate, whatever bist. Oh no. Und wird dann in dem Punkt rassistisch, je nachdem, was du bist. Die packt einfach Rassentiermens aus, oder was? Ja, und dann fängt er auf einmal an zu sagen, wenn du asiatisch bist, so von wegen, ein Asiate, diese ganzen Smartphones machen sich ja nicht von selbst. Jesus. Oh, Alter. Sowas halt. Das ist hart. Das ist Trigger Me Elmo. Und das halt in dieser Elmo-Stimme halt auch noch. Die haben ja jetzt den Alexander Ultimate Raid rausgebracht. Darf ich bei dir mal sagen, dass das langsamste Scrolling-Level der Welt ist? It's fucking stupid. Die haben jetzt die ganzen Waffen veröffentlicht. Sie sehen so gut aus! Trigger Me Alexander. Ist da ein Kettenschwert bei? Wenn da kein Kettenschwert bei ist, dann ist es nicht cool. Scheiße, ich brauche das in groß. Warte mal kurz. Wenn es keinen Motor hat, ist es doof. Scheiße, ich brauche das in groß. Ich muss echt sagen... Ich habe ein Bild reingeschmissen. Die Tänzerwaffen sehen richtig geil aus. Ich hab vorhin ein Bild in die Konfi geschmissen. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Da sah man einen Typ mit einem Lichtschwert. Da stand bei... Ein Lichtschwert, eine elegante Waffe aus zivilisierteren Tagen. Von Star Wars halt, ne? Darunter sah man einfach einen Space Marine mit einem Kettenschwert und sagte Rom, Rom, Motherfucker! Rom, Rom! Einfach diese fette, schwertartige Kettensäge. Naja, ein Space Marine und kultiviert. Was denn? Das ist hochkultiviert. Das ist wenn sie nicht im Gefecht sind, sind sie hochkultiviert. Sind ziemlich intelligent. Hulti-Kulti. Naja gut, sie gehen auf den Planeten und schlachten alles ab, was vom IQ unter ihrer Würde ist, also. Soll ich dir sagen, was ich am Ende von Stradas gesagt habe? Gerne. Gerne, Angel. Ne? I am intrigued. CA. Ich meine, Yakuza 7 wird ja halt nun mal dann was komplett Neues. Kiryu? Wait, what? Kiryu! Ach nee. Wie Kiryu? Hä? Ich dachte, im 7. kommt Kiryu nicht mehr. Immer kurz weg. Kann er auch nicht. Kiryu! Kann er auch. Okay, jetzt rieche ich Major Spoiler Quality ahead. Das ist eine neue Generation. Kiryus Ära ist vorbei. Mich. Ja, bei. Wow. Oh, Kicks. Baby? Ja. Wir haben jetzt endlich die Ishgard-Restaurierung drin. Ich hab dir ein Bild geschickt, das ist more important. Und stell dir vor, die haben jetzt ein Handwerker-Fate. This is more important. Weißt du, ich müsste mal wieder weiterspielen, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit null Bock auf Final Fantasy. Ja, yep, this is Kiryu, alright. Also, unser Trash Dragon wird definitiv hart sterben. Ist der Michael gerade da? Ja, nein. Und Gott, Keks. Oh, warte, das müssen wir doch gleich mal fixen, wenn wir schon mal hier sind. Keks ist über Handy drin.
Irgendein Extended Story Trailer. I'm gonna watch that. Er ist grad nicht da. Gonna watch that. Könnt ihr ihm bitte sagen, dass er in so circa 10 bis 15 Minuten einmal runterkommen möchte und uns das Tor aufmachen? Man öffnet das Tor! Schließt das Tor! Schade. Nee, ich und Sonja, wir sind gerade unterwegs, deswegen. Und, doch, seid ihr. Lügenpresse. Nee, aber kein Ding kriegen wir hin. Ob sie gerade mit dem Handy am Steuer? Wenn ja, ganz ehrlich, es macht mich immer kirre, wenn Leute am Handy oder irgendwo anders rumdaddeln, wenn sie eigentlich auf Steuer gucken sollten. Ich fahre ja noch nicht mal selber. Dann ist ja gut. Sonja ist diejenige, die fährt. Das ist gut. Aber die macht den Blödsinn mit. Steuer? Das Handy ist in der Nähe vom Steuer, also weg damit. Ich meine, ohne Scheiß. Als Markiplier hier ich habe einen Van-Arc hatte, ne? Mich hat das immer so hart verstört, dass der Typ mit seinem Handy rumdaddelt und generell alles vloggt und hast du nicht gesehen? Und ich denke so, Digga, guck auf die Straße, someone's gonna die! Und er so... Das sind Amis. Ja, denen ist das sowieso scheißegal. Oh, Totschlag, verdammtes. Alles auf dem Toast. Hank. Honk. Hank! Oh mein Gott. Propane, Bobby. Das ist Propane. Oh nein. Propane and Propane Accessories. Aurora Borealis. Aurora Borealis. At this time of day, in this very room, yes. Ovo Borealis. Ovo Borealis. Ovo Shadow. Avo. Oh, ich suche mir jetzt neue Schulterplatten raus. Michi kriegt jetzt ein Makeover so. Was gibt denn Schröderplatten? Schröderplatten. Schulter! Ah, nein! Ich hab original Schröderplatten verstanden. Schröderplatten. So eine olle Schröderplatte. Der kriegt einen Plattenbau. Die sind cool! Oh mein Gott. Oh shit. Diese Worte aus Vivis Mund. Der Kombination. Mario, der Furry. Aber nein, das passt nicht. Oh Mann. Nein. Oh, das wäre cool. Bloß, aber das sieht so asiatisch aus. Da bin ich wieder. Deine Geholdeste hat gerade angerufen, in ein paar Minuten soll sie das Tor öffnen. Genau genommen jetzt inzwischen nur noch 8 Minuten oder so. Öffnen, sie sollen das Tor öffnen. Oder auf gut Deutsch, bewegt deinen Arsch rum, bis du unten bist, ist sie da. Okay, dann bis gleich. Hoi. Jo. Dann bin ich wieder. Gib dein Hochknicks, ihr bringt Besuch mit. Okay. Ovo. Ovo. Ovo, good sir. Oder braucht er sie besuchen? Ich weiß nicht, ob was. Wer fährt mit? Nee, Sanja fährt mit, die wohnen ja direkt unter denen. Na gut. I can do this. Alex, wenn du rausfindest, welche Band und welches Lied das ist, ne? Schick mir das mal bitte. Ich will jetzt gerade ein Keyboard haben, Alter. Oder ein Bass oder eine Gitarre oder was auch immer das ist. Nimm einfach ein Soundboard und machst mit Emote-Spam. Du machst den Ruediger. Alter, du machst das Drachenjäger-Opening mit Toad-Sounds. Bap! Hey, 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 hey! Bap! Fuck! Oh. Fuck! Fuck! F-U-C-K. Le Fouk. Komm schon, statt der Tränen! Ich will rein! Let me! Ich bin doch schon Tank! Was willst du denn mit? Kyrie! Ich bin doch schon drin! Bobby, ich will nicht tschüss gehen! Ich geh sterben! Ich geh Machi nicht. Mane Nacho, den ganzen Namen Kyrie!
ganzen Namen, Kirill. Habe ich jetzt dein Phantom ruiniert? Du ruinierst sowieso immer alles, Hol. Also da ist, ne? Ja, da kann ich einfach nie gönnen. Das Schlimme ist, er stellt sich's vor. Das Schlimme ist, es ist nicht schwer, sich es vorzustellen, Hol. Weil es ist relativ nahe. Er würde es mitmachen. Ja, der Typ ist so. Oh, you try to approach me. Ovo. Ovo. Also eigentlich ja maximal voll Arbeitsplay. Oh, der Moment, wo Dio Ovo sagt. Das Schlimme ist, der Voice Actor ist wahrscheinlich irre genug, dass er es machen würde. Kommt einfach nur zu hin. Ovo. Einsatz. Ovo, Jotaro. Ovo, Jotaro. Notice is your ball. Oh nein. Oh, bitte feuert mich. Please. Amen. Please cancel me. Amen. I cannot pay these lawsuits anymore. Nah. Where's cancer culture if you need it? Amen. Ich bin gerade zu dumm, einen Hammer zu zeichnen. I'm so fucking sad. I am the king of Eternia. Ich weiß, nee. Du hast gesagt, ich bin zu dumm, einen Hammer zu zeichnen. Weißt du, was ich verstanden habe? Na? Was anderes. Ich bin immer gespannt. Was anderes? Was du denn nicht mal sagst, was los ist? Ich hab's vergessen. I truly forgotten. Das sagt er jetzt nur, weil er es nicht sagen will. Ich hab's ernsthaft vergessen, jetzt. Ohne Shit. Okay. Meine, wie oft hatten wir jetzt heute schon alleine Big Dick Trues? Ich glaube, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Ja, das stimmt. This is gonna be some weird content. Ich hab doch manchmal das Gefühl, dass alle aus der Konfi vergessen, dass ich schon fucking 26 bin. Dito, Vivi, Dito. Dito, ja, natürlich zähl ich auch zu. Vivi, du bist keine 16. Was ist da los? Ich hab dich halt immer noch als das kleine Mädel im Kopf. Sie ist ein kleines Mädel. Die wächst nicht mehr. Ja, Mensch. Die wächst nicht mehr. Ja, Mensch. Habt ihr es auch gesehen? Das war gerade voll weird. Nee. Muss ein Zeitsprung gewesen sein. Hast du dich zurückgeportet? Must be a time warp. Must be time warp, shit. How am I supposed to? Okay. Hast du gerade gesagt, oh wow, I'm supposed to. Oh wow, supposed. Oh wow, I'm supposed to. Klein, aber oh wow. Klein, aber oh wow. Cheating in my Mario game. What is this blasphemy? What is a man? First try, zero deaths. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Weißt du, was ich unbedingt machen will, Baby? Yes. Ich will alle fucking Castlevania Teile spielen. Castlevania! You're gonna die. Ich weiß. Ich hab alle Mega Man Teile durchgespielt. Das nur mit absoluter Sturheit. Also ich glaube, das werde ich ja auch hinkriegen. Ich hab letztens... Du musst also ein bisschen Zeit futschlagen, bis die nächste Castlevania-Staffel anfängt. Ich meine nicht Castlevania, die Serie. Ich sagte auch nicht, dass du jetzt die Serie gucken willst. Ich sagte nur, da willst du die Zeit Warum futschlagen. Nicht? Warum soll ich das nicht gucken? Fick dich! So hat er es gar nicht gemeint, glaube ich. Nein, ich verarsche ihn nur. Was auch immer dein Boot vorantreibt. Sie fangen an, mich mit ihren Hafen zu langweilen! Niemand hat über den Hafen gesagt. So ein Exarch. Ist shit. Ist good shit. Ist so good shit. Ich hatte letztens Andy gebeicht. Tit. Gebeicht. Du hast Andy gebeicht, okay. Du hast Andy gebleicht? Nein! Ach, deswegen ist er so blond. Deswegen quietscht er beim Laufen. Ach, deswegen hat er ständig mit Bleach. Oh, Alter. Nein, also ich habe ihn letztes gebeichtet, dass seitdem er von Bloody Tears die ganze Zeit nur Bloody Wurst gesungen hat, dass ich das Lied nie wieder normal hören kann, selbst wenn das eine Metal-Version ist. Es geht einfach nicht mehr. Ich will das... Geht doch nicht. The world's aggressive Bloody Wurst. Ich versuche das Lied zu appreciaten und zu lieben, aber dann jedes Mal, wenn ich das dann versuche zu hören, da kommt immer Bloody Wurst. Sterben, Alter.
Ich bin 27 und ihr seht, wie ich mich benehme. Ich muss euch nicht mal sagen, wie alt ich mich fühle. Leute, es ist eigentlich scheißegal, wie alt ihr seid. Erwachsen werden heißt eigentlich nur, dass ihr Verantwortung übernehmt und quasi ein bisschen mehr auf euch selbst gestellt seid. Das heißt jetzt nicht, dass ihr eure gesamten Sachen, die euch in der Kindheit Spaß gemacht haben, irgendwie fallen lassen müsst. Vivi, das ist nicht ganz richtig. Erwachsen sein bedeutet, dass du in den Supermarkt gehen kannst und dich nicht für einmal Cornflakes entscheiden musst. Du bist dein eigener Mann. Du kannst von mir aus 10 Packungen Cornflakes kaufen, if you want it. Das hab ich doch gerade gesagt, du wirst eigenständig. Das klingt aber nicht so schön wie 10 Packungen Cornflakes kaufen, yes? Das ist der. Weißt du, in meinem ganzen Leben versuche ich mich mal kurz zu halten und jetzt kommst du mit deinen Cornflakes. Hast du gerade gejeetet? Ich jeete gleich, ja. Oh, Alter. Sprite Legs. Ich bin einfach auf ewig 16. Da kann mir auch keiner was sagen. Mystic Knights, they come to see, alright. Der gebleichte Handy. Jesus, that's a lot of clips today. Das kommt definitiv in meine Cringe-Compilation. Na 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 na, I'm breaking to your house and na 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 na. Irgendwas mit violently masturbating. Was? Es gibt dieses typische Lied aus Mario 3, dieses din 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 din. Ich hab da mal irgendwo so eine Lyrics-Version von gehört. Ich such das jetzt, you know. Ist mir jetzt scheißegal, ob ich das, ne? I look to you as it fell, but now you're in my way. Gib mir mal eine Sekunde. Das, I need to find this. Somebody. Wake me up! Was ist ein Ende? No, not November. Fuck that. Ich weiß noch, wo ich Nana das Somebody-Lied geschickt habe. Sie hat gemeint, nach einer halben Minute musste sie abschalten, weil sie das Lied komplett kirre gemacht hat. Ist das von Brentelfloss? Ich glaube nicht, dass das von Brentelfloss ist. Save me! Ist es das? Save me! Ah, geil, Werbung. Wake me up! Wake me up! Save me up! 2010, das ist es definitiv nicht. Wake me up! Wake me up and save me! My name and save me from murder! This is this one? Ich sehe, wir verstehen uns, Bibi. Yeah. That's not. Ich mag zwar geistig zurückgeblieben sein, aber wenigstens bin ich glücklich. Und jetzt mit Boss Rick. Einfach so Millennial Humor, ich bin wieder wie Back. Tüte uns immer noch fertig macht. Wie heißt das? Ich meine, glaubt ihr, ich finde das wieder? Nee, ne? Ich sag's dir, Baby. Zu unseren ersten Weihnachten, was wir zusammen feiern werden, schenke ich dir einfach nur einen Bildergrab mit diesem scheiß Backbild in. Oh, bitte tu's nicht! Ich tu's! Oh nein. Ist das so? Einfach nur dieses heftige Backbild auf dieses scheiß Rahmen. Das ist bestimmt nicht. This is the story. Wieso heißt diese Playlist Music for Feeling Suicidal? What the fuck? What the fuck? Okay, someone went over the edge. Tonight. Alter, wie kann das auf YouTube existieren? What the fuck? The edge is calling tonight. 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 Hold mal kurz. Okay. Das mit, ja, genau das, Angel, das meine ich. Mhm. Genau das suche ich. Kennst du das zufällig? Weißt du, was das ist? Ich finde nur immer wieder die Musik von wegen Music for Feeling Suicidal. Das ist irgendwie nicht das, was ich möchte. It's not the time to wonder.
And I wonder, I wonder. And I wonder, I wonder how. Oh Gott. I think Angel found it. Okay, das ist das Video anscheinend. Oh, sugar, honey, ice. Alex, oh sugar honey I see. Oh lol. Er sagt im Prinzip shit. Sugar honey I see. Oh lol. Meine Freunde, wir spielen nach dieser. Ist es, können wir, kann ich. Hm. Ihr kriegt nochmal Werbung, ja? Wir schalten nochmal ganz kurz ab und dann sehen wir uns. Ne? I need a short break, okay? Cut me some slack, okay? What the fuck? Wieso habe ich dieses Video nie gesehen, sondern nur das scheiß Lied gehört? Und warum ist dieses Lied so unglaublich scheiße? What the fuck? Ich meine, Angel, why? Ich meine, ich habe danach gefragt, ja, aber... I mean, what? 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 I'm not nice. What the fuck? Okay, hey Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3, ne? Nach dieser Werbung, ne? Easy zu finden, sagt Angel. Gut, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt, dass wir uns, ne? Wir können weiter schlecht im Mario 3 sein. How about that? Wir können froh sein, es könnte schlimmer sein in unser aller Leben. Sein. Echt mal, wake me up! Och Mann, oh Milchi, warum lässt du dich denn nicht zeichnen? Das ist doch scheiße. Ich miss nicht danach. Er möchte in Stein gemeißelt werden. Der kann froh sein, dass er eine Zeichnung kriegt. Ist jetzt wirklich nur, das wirklich, der Rest ist so easy. Ich fuck einfach nur gerade bei den Schulterplatten ab, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich ihm für welche gebe. Weil ich nicht einsehe, die alten zu nehmen, weil die einfach aussehen wie ein Stück Brett. Vielleicht muss es aussehen, als hätte er zwei Sofakissen drauf. Ich habe einfach nach Mario Violently Masturbating auf Babytube gesucht und easy gefunden. Dieser Satz ist gerade auf so vielen Leveln so merkwürdig, you know? I just... Dr. Amigo! Dr. Oh nein! Nein! Was ist Babytube? Meine neue Aussage für YouTube. Okay. Weil ich respektiere YouTube immer weniger. Jetzt musste ich heute angeben, ob mein Kanal sich an Kinder richtet oder nicht. Meine Antwort war fuck no. Gott, jeder Idiot klickt ja an, aber einfach nur um die Klicks mitzunehmen. Ich habe auf meinen geklickt, weil fuck jetzt. Sind nicht viele von deinen Zuschauern noch recht so teeny-mäßig? Ja. Aber Kind ist für mich was anderes. Ja, doch, das stimmt. Und dann stellt man sich die Frage, wie will YouTube das rausfinden, richtig? Sie sagen dir, oh, hier könnten Inhalte sein. Ach ja, und guck mal, unser Bot hat gesagt, dass das nicht werbefreundlich ist und ich denke mir so, sag mal Dick. The straight girls can have girl crushes, lesbian can have boy crushes, I choose Mr. B. Yes. Was soll das Schlimmste sein, was deinen Zuschauern passiert, wenn sie ein Video von dir anklicken, sie löschen deinen Kanal? Sagt das eine Bison zum anderen. Dad, bist du schwul? Nein, I'm Bison. Oh, schön. Nicht gut. Schön, er ist dumm. Hör auf, das witzig zu finden. Ich finde alles lustig.
Rüdiger, hör auf, das Witzig zu finden. Rüdiger, hör auf zu lachen. Ach Gott, Stalker wieder. Nee. Nein, zum ich Glück bin, nicht. Ich bin der neue Rüdiger. Das habe ich auch. Das habe ich auch zu seinem Jubiläumsstream geschrieben. So von wegen, es ist bei uns immer noch so ein Witz, dass wir andauernd sagen, Rüdiger hofft, das witzig zu finden. Das ist genau wie bei Zuckzui, dann würde ich auch sagen, wir sagen heutzutage immer noch, du Kack-Kack. Du Kack-Kack. Das sind halt einfach so Memes aus alten Jahren, die irgendwie überdauert haben. In einem Meme vor unserer Zeit. Oh Gott. In einem Mimiverse. It's a Memeverse. Mimiverse. Oh mein Gott. Du meinst Mimiverse? Ich frag mich, warum Shadow nicht Werbefreunde? Ich frag mich auch, for fuck's sake. Alleine, ja, wenn er uns dabei hat, macht das nicht ganz so. Wow. Ah, Schucks. Ah, oh, jetzt. Oh. Was Vivi sagt, Schucks. Ah, Schucks. Well, fudge. Vivi hat also Angst verschwunden. Vor allem, ich bin, soll ich mal ehrlich sein, ich könnte absolut nicht irgendwie einen YouTube-Kanal führen, wo ich nicht fluchen darf. Wo ich mich absolut zurückhalten muss, wenn irgendwas scheiße ist. Sondern dann irgendwie sagen müsste so, oh, fudge, oder oh, frumples. Weißt du, ich könnte das nicht. Nee, frumples. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du ein Video hochlädst, musst du deine eigenen Wörter zensieren mit Beeptönen. Das würde ich nie machen, das könnte ich auch nicht. Ich bin nicht Dinge. Dinge? Freundlich. Auch. This level is fuck. This level is fuck. This level is pure fuck. This is some maximum fuck. Das sind geile Schulterpolster. Oh mein Gott, ich hab finally was gefunden. Oh mein Gott, Michi wird so cool. Du hast ihm also jetzt Sofakissen angeklebt. Nein, es sind keine Sofakissen. Oder Flex-Tape. Es sind recht Es sind recht schlichte, lederne Schulterpolster. Also Kissen von einer Ledercouch. Nein! Du hast keine Ahnung, Noel. Du weißt nicht, was ich mag. Ich hab schon eine Ahnung, ich hab aber allerdings auch Geschmack. Hab ich auch. Mich ja nicht. Deswegen designe ich ja sein Outfit und nicht er. Deswegen ist es trotzdem sein Wunsch, dass er in der Rüstung rumrennt. Geht die fucking Plattform noch kleiner? Nicht in der Rüstung tatsächlich. Also er hat Rüstungsteile, aber er rennt nicht in einer Gesamtrüstung. Läuft Unterrüstung, Ende. Ja, aber es sieht trotzdem cool bei ihm aus. Er ist ein fucking Wikinger, und er muss sowas tragen. Ein Wikinger, der Rüstung trägt, ist ein Mädchen. Boom, nein. Boom, you're making this hard for all of us. Er ist eine Kriegsgottheit. Ich hab gemerkt, müssen die das aber auch noch, das Ding bei denen. Sie müssen es nicht, aber es gefällt dem Algorithmus halt. Das ist es halt. Ich denke mal, die meisten wollen sie nicht mal zensieren, aber sie müssen sie, weil der Algorithmus ihnen Atomdildo in den Arsch schiebt. Und sagt so, ja, du willst, dass dein Video angeklickt wird? Oder tough shit, bro. Ach Gott, die wissen doch selber nicht, was sie in ihrem scheiß Algorithmus programmieren. So, ich für meinen Teil werde jetzt mal das Supernatural zu gut gucken. Oi. Mach das, viel Spaß. Mit den Knuddeln. Viel Spaß beim, ey, beim Super sein. Ich bin Staffel 4. Ich habe vorgestern angefangen, ich bin jetzt wieder in Staffel 4. Du hast vorgestern angefangen und bist in Staffel 4? Ja. Er hat kein Leben. Ich habe 2 Stunden geschlafen, glaube ich, jetzt die letzten Tage. Wow. Alex, du hast eindeutig ein Schlafproblem. Yes. Dude. Nein, Supernatural ein Problem mit mir. Okay. Oh Gott, this level. Ich muss jetzt weiter Sammy begutachten. Liebe für Sammy. Ah! Bring it, Tinko Winky.
By the way, ne, wir hatten vorhin... Hatten wir nicht vorhin das Thema das weltlangsamste Scrolling-Level? Hier haben wir das weltnervigste und diagonale Scrolling-Level. Wer auch immer auf die Idee kam, dass das eine geile Idee ist. Ein fucking diagonal schnell laufendes Scrolling-Level. Das ist Bullshit. And then I'm done. Na, na, na. Oh, Alter! These are fucking legs! What the fuck? Diagonales Scrolling Level gibt's auch im Mario Maker 2 und this is why Mario Maker 2 is trash. Jeder glaubt, er ist ein fucking Level Designer und auf einmal hast du Müll. Just saying. Ich mag Mario Maker nicht, by the way. Ich finde, es ist einfach irgendwie, ne? Sag dem Motto, ihr glaubt, ihr könnt Level malen, you do it. So kommt das irgendwie irgendwann rüber bei mir. You know. Und dann, du hast gar kein Feuer mehr. Ist illegal. Ja, so redet sie meistens mit ihrer Katze. Sehr verstörend. Der Golden strahlt. Und er kämpft gegen Uwe Boll. Du bist der Beste. Der Beste. Warte mal, ich guck mal kurz, was er möchte. Bin gleich wieder da. Oi. Wahrscheinlich Alex aufs T-Shirt kotzen. Oder irgendwem aufs T-Shirt kotzen. Oder generell kotzen. Wie lange hält dieser P-Scheiß? What the fuck? Es hält einfach mal das gesamte Level, because fuck this level and fuck you in particular. Nope. P-Flügel ist unendlich? Echt? P-Flügel ist infinite. It's a bird. Also. Forever. Oh, ich liebe diese Jacke, ne? Die ist nice. Ich hätte zuerst gedacht, wenn ich die, also als ich die SS mann, habe ich gedacht so, na, wird die nicht zu warm und so ein Blödsinn. Da habe ich mir gedacht so, nee, eigentlich nicht. Dann eigentlich doch und maybe something. Nur damit ich dann wieder Leute in meinen Comment-Sections habe, wo ich dann mir anhören muss, redest du viel Englisch? Nee, ich kann kein Englisch. Dumm, Scheiße. Dumm rumkacken und so, ne? Und dann kommen die Engländer rein und wollen, dass du Englisch redest. Ja, und das auf einem sehr netten Ton, muss ich mal anmerken. Ja, also die vielen Variationen des Wortes Heil und Hitler. Ja, und dann solche Sachen wie von wegen, Titel ist Englisch, obwohl es Deutsch ist, Video should do. Ja, sollst du jetzt jedes Spiel, das du spielst, erstmal eindeutschen, halbes Leben 2? Ich meine, soll ich mal ganz ehrlich sein? YouTube hat ja sowieso diese nervige Angewohnheit, Dinge zu Auto übersetzen. Und das auch noch schlecht. Und, ne, soll ich jetzt zu jedem englischen YouTuber gehen und sagen, Titel ist Deutsch, red Deutsch, krieg ne. Genau so, ne, this is what you sound like. Erstmal mittlerweile einen Krampf, mal ein Video zu gucken, wenn du erstmal überlegen musst, was sie jetzt mit dem übersetzten Titel sagen wollen. Das ist so ätzend, ne. Oh geil, das ist Gandalf. Gandagalf. Gandagalf. Gulf Gun. Gandalf with a gun. Es ist Gandalf Knuckles. Gandalf Knuckles. Run, you fool, you know the way. Wow.
Alter, this is a lot of blue in this game. This is nice. Kann ich damit was machen? Sekunde mal. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Kann ich... Filter? Can I do something with that? Custom? Farbauswahl? Pick color? This is kind of it. Oh, ich kann damit was machen. Tiffy. Ich habe mal so eine... Was ist das hier? Ah, das ist... Oh, warte mal, das gefällt mir sogar. Ne, das behalten wir mal. Das machen wir mal. Das stretchen wir mal. Und dann machen wir das. Warte. Dann machen wir das. Hold on. Hold your horses. Wenn das so hinhaut, wie ich mir das denke, dann wird das milde witzig. So wieder da. Wow. Auch wieder da. Alle sind wieder da. Oh wow. Der Toröffner. Ja, Michael hat uns das Tor geöffnet. Yay. What have I done? Du hast also einen Pförtner als Verlobten. Den schreibe ich ständig an. Ja, this is weird. Nope, this is. Nope. Not gonna do this anymore. Nope. Das machen wir mal wieder ganz schnell, wie es so, wie es war. Dankeschön. Können wir eine Demo gegen dieses Wetter machen? Nein, ist schön kalt. Aber es regnet doch gar nicht. Macht keinen Sinn, die Bullen einzuladen. Hier oben schneit es nicht mehr. Bei uns regnet es. Oh. Okay, du darfst. Tiffy. Ich fisch nicht. Ich zahle... Wo muss ich bezahlen, damit es schneit? Ich zahle Steuern. Ich verlange meinen Schnee, der mir zusteht. Bei uns in der Uni mussten wir leider heute unser kleines Ministück. Das kommt mir heute leider nicht auf, weil Erich das Känguru gegeben. Känguru. Das rote Pferd. Ich komme nicht nach Österreich, nur um Schnee zu haben. Na dann bist du aber auch nicht dedicated genug. Da hast du Notstand und willst Schnee oder du fährst nach Österreich? Ich hab halt einerseits Hoffnung, dass es jetzt noch schneit und zweitens hab ich persönlich gerade wichtigere Dinge, für die ich das Geld brauche. Hey Seref. Und du hast schlecht noch besser gemacht. Oh, ich liebe es, wenn ich schlecht noch besser machen kann. Du hast einen schlechten Witz von Rüdiger in Französisch übersetzt. Ich kann kein Französisch, so... Yeah. Oh. Dann wird's doppelt so schlecht. Merkt ihr einfach... Le mi mi mi, I don't speak your French. La baguette. I don't speak baguette. I just eat baguette. Ich rede nicht mit Bhagwan. Nein, das kann niemand bezeugen, dass ich mit meinem Brot rede. Aha, es ist schon dein Brot. Yes. Wann zieht ihr zusammen? Ich weiß nicht, ich muss den Teig fragen. Micha, das ist jetzt ein bisschen taktlos, ne? Weil er ganz gerne mal unter der Woche so ein frisches, warmes Brot in sich hat. Ein ganzes Leib. Auf einmal. Oh boy. Weißt du, ich bin dann immer der Merkwürdige hier. Ich seh's ja. Ja, ich verstehe schon. Es wird erst pervers, wenn du das mit Eclairs anfängst. Auch wieder wahr. Spritzgebirg ist wieder eine andere Kategorie. Die Backwaren reden mit dir. Chef, der Kunde da, verkauf mich nicht an den, der ist ein Arsch. He's violently masturbating. Ich kenne den Kerl, der lässt meine Brüder mal hart werden, dann geht er ein paar Klienten damit verprügeln. So in etwa. Das sind auch immer Leute, weißt du, die kommen immer zu uns und fragen, kann ich dieses Brot auch nächste Woche noch essen? Und ich so, ja, wenn du auf Steine stehst, dann ja. Musst du nur in Milch einlegen. Ich meine, die Leute glauben immer, dass wir irgendwie ein fucking Jesusbrot verkaufen, weißt du, was
ein MHD von 3 Jahren hat. Also dann wünscht man sich so einen Untertitel, was sich der Verkäufer denkt. Komm einfach in einer Woche wieder und kauf's. Ja. Aber ne. Also ich kann ein Brot backen, was ein paar Monate hält. Das ist nice. Aber das ja, nennt sich Knäckebrot. Richtig. Es ist eine Art Brot. Es ist ein Brot. Gonna sell some ja. bread now. Der gute alte Wikinger-Knecke. Schönes Vollkornbrot. Und wenn du unbedingt ein Brot haben möchtest, trinken Bier. Hat das ja in denselben Nährwert. Ich trinke gerade ein Bier. Ich nicht. Oh, Abendbrot. Ich habe sogar Guinness-Bier. Abendbrot mit Wurst. Ja, deine Bezahlung von Jazz noch. Ja, der zweite Teil der Bezahlung. Du lässt dich von Jazz bezahlen. Andere lassen sich mit Jazz bezahlen. Genau. Das klang übrigens gerade von mir falscher, als es sollte. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe doch. Auch ganz ehrlich, ich lass euch denken. Großer Fehler. Michi, wie sehr darf ich dein Outfit modifizieren? So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Okay. Richtig geil aussehen. Ich denk immer dran, wann immer du Zweifel hast, was würden die Mystic Knights tun? Was würden die Wikinger also tun? Also ich finde, okay, ich bin ganz ehrlich, Michi, ich habe deine Schulterplatten verändert. Aber ich persönlich finde, sie sehen richtig gut aus und passen. Och, Schulterplatten habe ich ja keine genauen Angaben zugemacht. Okay. Okay, dann ich frag mal so. Du trägst eigentlich so eine braune Weste und ein schwarzes T-Shirt. So. Ich bin super schlecht. Ja. Wäre es schlimm, wenn ich ein bisschen die Weste verändere oder soll es die Weste bleiben? Oder soll sie geschlossen sein oder offen? Ups. Weste bleibt in der Regel offen. Ich mache sie nur zu, wenn es richtig ernst wird. Wenn es kalt wird. Oh, shit, okay. Ja, das ist quasi, weil dann die Schutzwirkung erhöht wird. Ich mache quasi die Panzerjacke zu. Okay. Es soll möglichst eine Weste bleiben. Mhm. Ich liebe Westen. Mhm. So, da sind einfach nur die Schulterplatten dran. Okay. Und natürlich noch. Ja, nee, das ist klar. Dann mache ich ja. das so. Warte mal. What the fuck? Okay. Elevator Levels. Nice. That's some nice Bullshit you got there. Ich zeichne nämlich gerade die Chibis von Dio und Shadow. Chibis? Ja, ich mache am Anfang immer so eine Klamotten-Chibis, damit ich in etwa weiß, wie das aussieht. Damit ich die dann später in groß malen kann. Ach so. Es ist quasi einfach nur so eine Skizze, so wie das später nope. wird. Nope! You did not! You donut! You donut see this! It not happened. You nothing. Okay, ich müsste höchstens noch eine Sache wegen deiner Weste fragen, weil mich das wurmt, dass ich das vorher nie gemalt habe. Ihr seid Hottentotten, wenn ihr mich dafür auscallt. So, ganz einfach. Hottentotten, ja. Was für ein Verschluss hat deine Weste? Schnallen. Okay. Nein. First try, zero deaths. No one saw that. Wieso Gürtelschnallen halt? Da brauche ich ein Referenzbild für. Warte mal. Referenzbild Schnalle. Ah, warte. Ich hab was. Warte. Okay. Oh shit. Oh shit, that is a Schnalle. Ey, Schnalle. Ey, Schnalle. Boah, das erinnert mich an meine Zeit auf dem Bau. Das war witzig. Da habe ich zusammen mit einem Arbeitskollegen aber Schneckenpfeifen gespielt. Schneckenpfeifen? Ja, Weibern hinterher pfeifen. Oh wow. Ey, Schnecke! Wow. Schneckenpfeifen halt. Ah, man muss das Klischee am Leben halten. Ja, eben deswegen. Ruhrpott.
Menschen hätten pfeifen, for fuck's sake. Ja, wir haben das so genannt. Naja, da waren Schnecken und da waren zwei Pfeifen. Genau. Kommt in etwa hin, ja. Wir waren ziemlich durch, wir beiden. Ach. Das ist nicht im Auge des Betrachters. Sag mal so, wir haben ständig Röhrig imitiert. Röhrig. Ja, er konnte das ziemlich gut. Und haben uns total bescheuerte Sachen halt ausgedacht. Zum Beispiel ein Jugend-, also ein FSK-Filter für Pornos mit der Stimme von Röhrig. Tut das Not, dass die sich gegenseitig auf den Tisch kacken? Tut das Not, dass der sein Pupu in der Pappe hat? So ungefähr, so, keine Ahnung. Haben sie zum Beispiel mit Vivian Schmidt gemacht. So. Mensch, Vivian, du hast aber die Gesicht. Und so Scheiß. Mensch, wie siehst du denn aus? Zieh dich mal was an. So ungefähr. Also, Frau Margret, können die das nicht manuell machen? Alter. Tu es doch mal. Tu das Not, dass du deinen Arsch so in die Höhe siebst. Das musst du auch nicht machen. Mensch. Erstaunlicherweise könnte das als Format funktionieren. Du sag mal, Inge. Sag mal, was hast du mit den Tentakeln vor? Oh Gott. Ja, es kommt ihm nah. That escalated quickly. Ich kann halt röhrig, also, ne. Es ist röhrig, verdammte Scheiße. Das ist halt so mein Ding irgendwo. Mit dem ich gerne die Welt verbrennen. Lass doch mal. Kannst du es doch nicht. Doch, geh das aber nicht rein, du. Vor allem dann so diesen FSK-Filter halt quasi, dass der dann halt röhrig so die Figur halt quasi im Bild herumläuft. Und da ständig kommentiert und ständig im Weg ist. Dass man quasi wirklich nicht sieht, weil er ständig da rumfuhrwerkt. Und quasi den Film kaputt macht. Könnte tatsächlich funktionieren. Ja. Ganz ehrlich, ich würde dann wirklich Pornos mit Kindersicherung gucken, allein nur, weil ich röhrig sehen will. Ich würde es kaufen. Okay. Und das noch so als Alternative für diejenigen, die mehr auf Seebären stehen, Captain Blaubeerfilter. Ja, Captain Blaubeerfilter, okay. Jo, und ihr werdet nicht glauben, was der dann gemacht hat. Er hat dann Becher Joghurt genommen und den Nessie niedergepreckelt. Alter, du scheiß Cooper, verpiss dich! Er wird sich nicht verpissen, das ist der ewige Cooper. War das hier? Och, come on. I remember this level. Michi, wie wäre das hier sowas? Warte mal, ich schicke dir das mal. Ich muss... Ach, stimmt! For fuck's sake. Yes. Okay, jetzt verstehe, was ich soll. This level was Bullshit. Boah, Alter. Jetzt kann ich das nicht... There we go. Ich würde gleich sauer. Frau Hansen! Ach Gott, nein. Früher hättest du so nicht gegeben. Also, das ist ja mal ein Malheur. Früher hätten wir nur gepimpert, wenn wir tausend ein Kind haben wollten. Und der Klassiker von allen, so werden die heute nicht mehr gemacht. Weißt du, dafür hast du den Lehrling wieder da. Was denn? Er soll doch das Rohr ausbeulen. Danke, Meister. Das ist, Eigentlich ist Röhrigs Laden in Verbindung mit dem eigentlich das unpassendste ever. Werner, verleg mal ein Rohr. Hab ich, Meister. Wait, what? Und weht der Wind von Westen? Seht Röhrigs Arsch am besten. Hat Angel vorhin reingeschrieben. Ich weiß. Weht der Wind von Westen, klebt Frau Hansens Arsch am besten. Nee. Kann ich das machen? Geht das?
Maybe. Ah, das geht nice. Das ist die Zeit, wo Gregi noch Graegi war. Okay. Michi, nicht wundern, ich schick dir jetzt mal einen Amazon-Link. Ein Amazon-Link? Ja, weil ich gerade, ich wollte eigentlich ein normales Bild suchen, aber es ging nicht. Aber, naja, meinst du so eine Schnallen oder anders? Ach, oh, come on! Nö. Ist auch schon Amazon. Ach, gut, ja gut, okay, komm. This is tempting. This shit's tempting. Einfach nur von der Art der Schnelle, weil ich mir das echt nicht vorstellen kann. Du kannst dir keine normalen Gürtelschnallen vorstellen? Doch schon, aber ich weiß nicht, wie man das an einer Weste anbringt. Das ist doch mega umständlich, oder? Naja, ich hatte das schon mal. Das hast du, glaube ich, schon mal gesehen. Ist die Gürtelschnalle an der anderen, dann ist die Lasche. Warte mal, Weste mit Gürtelschnallen. So. Du fucking Pilz! Du Pilzfuck! Und nennt man das Gürtelweste? Ich weiß nicht. Wobei, nee, der kriegt wahrscheinlich eine Zwangsjacke oder sowas. Ja gut, dann hat auch schon mal was für Keks. Keks hat doch ihr Outfit schon. Also hohe Menschen. Oh, Alter. Man eigentlich erkannt sie ja rein. No, 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 no. Qualitätskommentary. Yes. This is why my channel is dying. Ich dachte wegen den missglückten Umlauten. Ja, eben, das auch. Och nö. Nee, das ist ein Bustier. Das ist ein Raclette. Und das ist ein Schnitzel. Das ist eine Rakete. Und das ist Frau Hansen. Frau Hansen. Frau Hansen hat sie nicht mehr alle. Ui, Tiffy. Tiffy! Oh. Okay, warte mal, wir machen es mal ganz umständlich. Fuck mal. Warum mache ich dieses Level eigentlich? Dieses Level sucks. Nice. Oh yes, ein Scrolling Level. Oh, our all favorite. Direkt neben Unterwasserleveln und fucking eine Fahrstuhl-Level. But, apropos sterbender Kanal. Shadow, guck mal Twitter. What? You wanna see a dying channel? Ich hab da was gefunden. Praise you. Oh ja, bitte. Mein Dude, ja, kein Problem. Gonna retweet that. So, yeah. Das ist gar kein Problem, mein Dude. Das ist gar kein Problem. Weißt du, dann kommst du zu Frau Hansen und dann hast du das Problem nicht mehr. Dann sagst du dir so, yeah, dann kennst du das. Hottentotten. Oh, diese Hottentotten. Wanna, wamma, mam, papa. Gott, ist das BRB cute. Ja, ne? Hat sketchy gemacht. Sie ist zwar super unzufrieden damit und will das eigentlich nochmal neu machen, aber mir gefällt es eigentlich. Deswegen habe ich es als BRB genutzt. Ja. Ne? Hitbox. Wessen Idee bei Nintendo war es eigentlich, den fucking Hintergrund hier blau und weiß gestreift zu machen? In Diagonalstreifen. Das lässt das Level fett aussehen. Damit kann ich schon eher was so machen. So in etwa wie Frau Hansen. Frau Hansen ist nicht fett, sie ist beleidigt. Ja, das, ne? Da ist eine Frage der Formulierung, hä? Wer Küsschen hat, hat Freunde. Guten Freunden gibt man schon mal ein Nüsschen. Aber Vivi, sie hat keine Freunde, sie hat einen Verlobten. Das ist ein Unterschied. Ja, sie hat uns. Willst du jetzt in den Bus steigen, um sie abzuknutschen?
Ich könnte dir ein paar Küsschen vorbeibringen. Also Ferrero-Küsschen. Not sponsored. Hashtag findest du ja wirklich im Dezember. Yeah! Sketchy war im Augenblick des Dragon of Dojima very pleased. Ich mag das halt. Deswegen, ne, ich hab gedacht, das ist ein super BRB-Bildschirm. Ich weiß, dass sie damit absolut unzufrieden ist, so wie das aussieht, aber... Mann, ich mag es. I like it. I like it a lot. This place I not like a lot. Und Ruediger mag das auch nicht. Da sind ja zwei von den Fickern. Zwei sich drehende Waffeln. Ich meine mal ganz ehrlich, was sollen die Dinger sonst darstellen? Das sind sich drehende Waffeln. Oder was meint ihr? Aber gut, es ist alte Nintendo-Zeichen. Ich meine, alte Nintendo-Zeichen. Damals war eine Spinne auch keine Spinne, sondern ein Tektite. Ich habe sogar zwei Küsschen bekommen. Oh, das ist aber... Nee, Keks, das sehe ich nicht ein. Den einen gibst du sofort wieder zurück. Den bringst du sofort dahin zurück, wo du ihn her hast. Du weißt nicht, wo der gelegen hat. Das ist Naturalienrabatt. So nennen wir das also. Ich weiß genau, wo dieser Kuss gelegen hat. Im Kühlregal. Darf man denn auch sowas wie einen Schokokuss nehmen? Das direkt ist, neben das der Milchschnitte. Besser als eine Milchschnitte. Ja. Kurz. Ha! Du bist auf mein Halt immer kurz reingefallen. Das Schlimme ist, ich sag das auf der Arbeit relativ regelmäßig und niemand versteht mich. Man fühlt sich dabei immer so ein bisschen missverstanden. Na, bei uns in der Resi-Gruppe, wir sagen das ständig zu irgendwen anders und da kommt immer wieder von dem anderen so, scheiße, ich bin auf ein Halt immer kurz reingefallen. Also wir verstehen das untereinander alle. Ja. Dank Olli und mir. Ja. Jetzt ohne Scheiß, ich bin... Das ist jetzt schon zum dritten Mal passiert, Leute, ich bin nicht dumm. Ne? Also ich... Ne? Ich hab zwar manchmal ein absolutes Kurzzeitgedächtnis, aber nicht so kurz. Bist du dir sicher? Was hab ich nochmal gesagt? Ah, ja, genau. Nee. Situationskomik, nice. Die geht immer. Eine fucking Unterwasserlevel mit Bloopers, die fliegen können. This is bullshit and you know it. This is kacken, fucken, kacken, fucken, kack. Und ich wundere mich, dass mein Kanal nicht so werbefreundlich ist und dass Kinder mich nicht mögen. Das ist halt nun mal Leben. Ich glaube, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, ne? Könnte einfach daran liegen, Bescheid, dass du einfach blöd zu Kindern bist. Ich hasse Kinder, okay? Don't judge me. Die haben angefangen. I just don't like kids, okay? They creep me out. Ach Gott, Kinder mögen dich auch nicht. Ja, das... Ja, mehr unter Wasserlevel. Ich tu uns allen mal einen Gefallen. Zumal ich ja keine Ahnung habe, wo ich überhaupt hin soll. I mean, where the fuck? Lustigerweise mit einigen Kindern auf der Arbeit bin ich schon halb Buddy Buddy. How? Was tust du? What? So. Blooper, fuck. Sekunde, gleich wieder da. Bist du der Weg hier raus? Nee, du bist der Weg hier raus. Seht ihr? Ach, ja. Zero Tode. Nie passiert. Never kennt happened. Kennt ihr schon Centurio Larry Craft? Irgendwas mit Minecraft. Nee, Larry Craft. Das heißt Lovecraft. Ich spiele ja gerade Asterix und Obelix. Ach so. Eine Anspielung auf Lara Croft. Clara Hoft.
so. Wow. Eis ist scheiße, denn es ist so rutschig und dumm. Na 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 meine fucking Kacken. Und dann. Nö. Yes. I am true. So, ja, so true wie. So true. Spicy Waffle. Waffle? Ja, ne. Das sieht immer aus, als wären das fucking Ghost Waffles. So, dass es keine Blue Waffles sind. Nee, das ist someone's Bloodborne Dick. Ein Rigadig Dick with a Helicopter. Was? Ich meine, in letzter Zeit habe ich sowieso erstaunlich viel Bock, mal wieder Bloodborne zu zocken. Dann tu's. Ja, es ist. Na, aber das. Ich würde das denn. Wenn denn, würde ich es gern streamen. Weil ich hab's. Als ich es mal gestreamt habe, habe ich eigentlich nur das DLC gestreamt, wirklich. Also nicht wirklich viel. Weil das DLC ist nicht sonderlich lang, aber trotzdem gut. Ja, Basti Vlogs hat. Ja, der hat heute offenbar eine Menge Freizeit. Und macht den ganzen Tag schon Clips. By the way, Robbe. By the way, Robbe. By the way, guck mal, wie süß sie ist. Ja. Sagt mal alle, oh. Oh. Nö. Ich verkloppe gerade Wikinger. Leg dein Spielweisheit und verklopp die Robbe. Weil. Ne, Bloodborne ist an sich nice. Es ist zwar so dieses typische, Dark Souls ist so schwer. Ne, hast du gesehen, aber. Ne, es ist halt. Ich mag Bloodborne um so vieles lieber als Dark Souls. Dark Souls ist so Ritter-Dinge. Nach dem Motto, es gibt Ritter, das sehe ich nicht ein, because I jumped. Ja, aber Bloodborne ist halt um einiges cooler, vor allem weil die Waffen um so vieles krasser sind. Weißt du, du hast diese ganzen Trickwaffen, weißt du, Waffen, die mehr als nur eine Funktion haben. Bei den. Boah, wie hießen sie noch hier? Ed Arms, da haben sie ja eine davon nachgebaut. Ja, die bekannteste. Die eigentlich Standardwaffe. Witzigerweise. Das ist Bullshit, and you know it. This is Bullshit! I'm not accepting this! Not accepting this Bullshit! Okay. Es musste mal klar gemacht werden. Das Spiel ist nicht klüger. Das Spiel ist nicht klüger, Lord. Außerdem Scrolling-Level sind scheiße. Ich tu uns da echt mal. Was hat er denn da gerade versucht? Was war mit ihm denn jetzt kaputt? Wo wollte er denn hin? Er backte fest. Dachte sie einfach so, nee, ich will da nicht. Ich gehe in die andere Richtung. Sekiro ist so überhaupt nicht meins. Was bist du? Kannst du nicht wieder eine Robbe sein? So ein Möchtegern, Waschbär oder sowas. Ja, guck ihn hier mal. Er sieht aus wie so eine Echse. Echsen sind cool. Ja. Hamsterkönig. So, da bin ich wieder. Hey, Bay. Sam! Hat Nana dir schon geantwortet wegen meiner Frage? Bisher noch nicht, aber wie gesagt, sie ist auch immer noch unterwegs. Deswegen, Hätte ja sein können. Nee, aber, also ich habe ihr jetzt auch erklärt, was da los ist und so. Also, entweder sag ich es ihr später, wenn sie wieder da ist, oder sie liest zwischendurch Discord, was zwar unwahrscheinlich ist, aber was sein kann, und dann guckt sie mal. Also. König. Ich bin mir sicher, dass sobald sie weiß, es hat was mit Ladybug zu tun, dann geht sie wahrscheinlich sofort gucken.
meine Ladybug, dann rastet sie immer komplett aus. Das kann doch nicht so schwer sein, weil vielleicht kann Nana mir dabei helfen. Würde mich wundern, wenn nicht. Also sie... Ja, sie rastet einfach immer komplett aus. Sie ist doch richtig grägy einfach. Weiberheld Hawk LP. Weiberheld Hawk LP? Was? Kennst du nicht Weiberheld Hawk LP? Was zur Hölle? Ich kenne eine Menge Rüdiger-Memes, aber Weiberheld Hawk LP ist mir neu. By the way, wow, Speedrun Strats. Oh Gott. Okay, also pass auf. Weiberheld Hawk LP. Das ist mir neu. Nein, es gab mal ein, es ist richtig uralt, es gab mal ein Meme-Bild von Rüdiger, da hat er richtig bekifft drauf geguckt und hat so komisch gegrinst und irgendwer hat da drunter geschrieben, Weiberheld Hawk LP. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich weiß, dass es existiert. Der Greenie, Nabend. Ich such das. Ich weiß, dass es existiert, warte mal. Warum schickt mir Twitch auf einmal eine Willkommen im Chat-Nachricht? Vielleicht hättest du so einen Mini-Disconnect gehabt. Das hängt meistens damit zusammen. Dass du so einen kurzen Internet-Hack hattest und dann auf einmal Twitch so... Oh, hey, hi! Long time no see! Bup. Bup. Ich bin jetzt gerade eher geschockt, dass sich da keiner dran erinnert. Jetzt ohne Scheiß, ich hab da keine Ahnung. Hab ich nie gehört. Ich guck mal kurz in unseren Konfi-Ordner, ob ich da irgendwie was drin hab. So, by the way, ich werde jetzt nicht mehr getroffen. Ich hab den epischsten Suit überhaupt. Mit dem ich nichts treffe. Und der Weg. Stop! Hammer time! Ich find's halt geil, wie die Hammer so... Da bin ich da fliegen? Ja, wie die Momentum haben im Grunde. Einfach gerade so... Yeet! Oh, this part... This part is balls. Da muss ich einfach eine fucking Brücke machen. Während der Ficker auf dich schießt. Das ist die. Manchmal finde ich es doof, dass sie keinen Friendly Fire haben, die Viecher, und sich gegenseitig umbringen können. Ja, ne? Das wäre irgendwo witzig. Ich meine, diese Feuerspuckblume, die hätte ja wenigstens mal den Anschein haben können, den Koopa zu erschießen. Echt mal. So out of nothing. So aus Versehen, nach dem Motto, oh nein, Frank! I'm sorry! You killed my father. You killed my father, so I killed you. Du hast meinen Vater gefressen. Du hast meinen Vater ermordet. Verdammte Schildkröte, du hast meinen Vater gefressen. Lang lebe der König. Oh, nee. So, warum? Ich habe jetzt immer noch keine Antwort von meinem Vater, warum er jetzt wissen wollte, welches verkackte Sofa ich da gefunden habe heute. My what the fuck? Ich sag ja Weihnachtsgeschenk. Core Dips. No. By the way, wir haben die ersten Möbel für Mary. Ach, wat? Ja, wir brauchen nur noch ein Bett. Ja, damit kann ich nicht... Natürlich gehen. Das Wichtigste fehlt wieder. Das Wichtigste und Teuerste. Das ist natürlich das Problem, weil sie kann einfach so lange nur bei Sanja mit dem Bett pennen. Ach, hat sie Doppelbett? Sanja hat ein riesiges Bett. Wir sprechen hier von Prinzesschen. Oh boy. Ja, ich sag ja. El-Gigante! El-Gigante! Alter, Vivi! Ich meinte das Bett damit. Ey, Gigante. Also, ihr wart noch nicht unten bei Sanja in der Bude unten drin. Ne? Also, nee. Ihr wisst nicht, was für Prinzesschen sie ist. Ich hab nur Fotos gesehen. Same. Und deinen sehr konstruktiven Bauplan. Du weißt schon, der, wo das ganze Ankleidezimmer eine ganze Wohnung ausmacht. Och, du kommst Mann, immer noch nicht drüber klar, dass sie ein Ankleidezimmer hat, ne, Hol? Ein Ankleidezimmer, das größer als das Wohnzimmer ist. Ja. Ja! I mean, how? Who does that? Ihr Wohnzimmer ist mehr eigentlich nur ein Fernsehen und Kochzimmer. Welches der beiden Wohnzimmer meinst du? Alter. This is so fucking...
Aber nee, das muss man doch bei Sanja wirklich fragen. Was sind das für Cheep Cheeps? Black Edition. Nee, das sehe ich ein. Das sind Punk Cheep Cheeps. Entweder Punks oder die sind absolut racist. Eins von beiden. Die sind einfach Goff. Goff Cheep Cheeps, yeah. It's not a face, ja. Mom. Die sind halt voll Depri. Diese Cheep Cheeps denken sich einfach nur, it's not a face, Mom. Das sind Deep Deeps. This is who I am. Mhm. Oder Bleed Bleeds, je nachdem. Bleed oder Crawl Crawls. Crawl Crawls. They're crawling in your crawl. Oder Edge Edge. Edge Edge. Oh Gott. Diese Min... Oh, there's so much blue. Geiles Level-Design. Ja, ne? So viel blau und dann auf einmal fucking Squid. Ja, ja. Disco-Squid. Disco-Squid. Oh, Mann. This is a lot of Squid. Ja. Yeah. Das sind Disco-Jellies. Oh, shit. There's another Squid. And there's another Squid. Oh, Boden. Oh, komm. Nee. Suck my wiggly dick. Time of back... Oh, yeah. Sprite legs. Oh, yeah. That's the stuff. Ooh, boy. That's a fucking... That's a cheap shot, if you know what I mean. kill me. Kill me now. Make it hurt. I deserve it. Oh, yes, please. Have a day, son. Ich hol den Löffel. Ich hol den Löffel? Ich glaub, ich möchte deinen Löffel abgeben. Ich hol den Löffel. Achso, damit jemand den Löffel abgeben kann? Auch. Oh, wow. Oh, vor allem, dann kann ich ihn das, wie der Löffelgeist halt zu Tode pauken. Der Löffelgeist? Kennst du nicht den Spooner, Vivi? Doch, ja, doch, den kenne ich. Aber das Make-up wird ja scheiße stehen. Es ist mehr wie der Kistengeist. Ich brauch nur den Löffel. Pock. Wieso erinnere ich mich an dieses Level so gar nicht? Weil du dich an das Level nicht erinnerst. Ich bin der Kistengeist. Na, wer weiß noch, woher das kommt? Der Kistengeist? Ich bin mir gerade unsicher. Ich erinnere mich nur an die heilige Margarete, Göttin der klemmenden Laden. Hi, Andy. Hola. Hola. Hello. Welcome to the stream. Jo. Welcome to the streaming. Welcome to the learning. Oh, fuck. Na, konntest du noch ein bisschen Fortschritte machen? Also, es kann sein Unterkiefer bewegen. Oh, scheiße. Nein. Da war es ihm auch eine immerwährende Seele geschenkt. God fucking damn it. Frage, werden die Clips namentlich erwähnt? Nö. I'm seeing what you're doing there. It's not my first rodeo. God fucking... Wobby. Hobby, wobby. Ich bin einfach zu dumm, offene Jacken zu malen, aber ich versuch's einfach mal. So, warte. Immerhin bist du offen für sowas. Ah, okay. Oh, Alter, Mann. Diverse schlechte Wortwitze später. Oh mein Gott. Sagen, wenn du nachts vom Spiegel 3 Flachwitze loslässt, kommt Rüdiger um die Ecke. Ich habe gehört, wenn du nachts vom Spiegel 3 Flachwitze loslässt, kommt die Vivi vorbei. Das wäre um so vieles einfacher, müsste ich nicht jedes Mal mit der Bahn vorbeikommen, Alter.
Das ist ja der Trick an das. Wenn sie nicht wenigstens mal bevor er Bescheid sagen würden. Oh mein Gott, ist dieses Level. Dieses Level ist Arsch. Alter. Ich sehe schon, das ist ja wie ein Super Mario Maker Level. Ja, weil ich verstehe jetzt auch, wo die Mario Maker Level ihre Base haben. Alter. Kein Troll, nur ein Labyrinth. Das ist ein fancy word. Ach übrigens, Chuck Norris ist gestern gestorben. Oh, jetzt kommt's. Und? Heute geht es ihm schon besser. Okay. Dachte ich mir. Also nur so eine leichte Krippe. Ja. Männergrippe. Chuck Norris hat sich nur einmal geirrt und das war, als er dachte, er hätte sich geirrt. Wow. Deep shit. That's deep. Oh Mann, das sieht nicht aus wie Schneien, das sieht aus wie kleine Pilze. Oh Mann. Michi, du hast jetzt Pilze an deiner Weste, I'm sorry. Ich hätte sie auslüften sollen. Die Vorstellung, dass du da vielleicht über die Jahre echte Pilze dran gesammelt hast, einfach. Ja, so eine kleine Hashtag. Ich hab Jahrhundert im Wald rumgestanden. Ich glaube, das ist der Kresse. Hashtag Subkultur, Alter. Hashtag Subkultur. Subkulturen existieren so gar nicht mehr. Sag das mal dem ewig köstrigen Fossil, das im Wald rumsteht. Wusstet ihr, dass Chuck Norris Kunstrasen zum Wachsen bringt? Alter. Weißt du, Auron ist so derjenige, der immer die random Fakten raushaut und Michi haut einfach die random Chuck Norris Witze raus. This level is ass. Der mogelt. Oh Gott. Boah, ich habe mir ein Piranha schief angeguckt, also scheinbar muss ich mir jetzt hier this bullshit. Oh fuck. Kann ich nicht einfach Spyro Anspielung. Yay. Ich hab die Spyro Anspielung gefunden. Yay. Boah, Alter. So. Okay, nice. Ich lasse das jetzt einfach so. Wir müssen immer noch bedenken, das ist einfach nur mein Vorkriegel-Chibi. Das heißt, das ist nicht so schlimm, wenn das da noch nicht so 100%. Der hat doch an! Der hat doch an. Wieso will ich da überhaupt durch? Der ist nothing. Das musst du, das kann man kleben. Ach du Scheiße. Okay, keine radioaktive Waffel. Wir wollen Superheld aussieht, der von einem radioaktiven Waffeleisen gebissen wird. Gebissen vor allem. Das ist der Waffler. Der Waffler. Ja. This is Kang. Und wenn du mit einer Crepe-Pfanne vertroschen wirst, dann bist du der Pancaker. Nee, dann bist du der Crapper. Kleine Röhre. So, okay. Kleine Röhre. Oh, Michi, du siehst so cool aus. Danke. Und wie sieht das Bild aus? Ihr im Leben hört. Miau. Was ist der Chibi und ich finde ihn jetzt schon so toll. Dabei, wo ich gerade auf Shadow Chibi gucke. Der Shadow ist überhaupt nicht cool. Das stimmt gar nicht. Bloß, hier. Du hast gesagt 3 Tage Bart. Wo? Im Gesicht? Nein, ich meine am Kinn, unter der Nase, weil das... Mann, Leute. So, everywhere. Überall, wo rein anatomisch traditionellen Bart wachsen kann. Rasiert sich nicht gerne. Kann man das gelten lassen? Okay. Okay, wie heißt dieses... Vollbart! Sieht aus wie ein Penner, klingt wie ein Penner, ist ein Penner. Ich meine, okay, er hat mittellange Hat einen ausgeprägten Bart. Und alles aber Gute zum zweiten Showstag. Und ich habe, by the way, jetzt verstanden, wie dieses Level hier funktioniert. Kennt ihr diese Challenges, wenn da einer zum Beispiel so eine Box hat, wo auch das Geld drin ist und versuchen, diese Box kaputt zu machen? Ja. What is in the box worth? Ja, da ist halt Geld drin, im ganzen Arsch voll. Und da habe ich gerade so ein Bild gefunden auf Pinterest, da siehst du halt auch so eine riesige Scheibe.
Eine Panzerglasscheibe mit so kaufweise Geld drin. Und wegen 3 Millionen Dollar wäre das schafft, das da kaputt zu machen und Geld da rauszuholen. Darunter sieht man halt. Darunter sieht man ein Tor mit seinem Hammer, nur statt dem Hammerkopf hat er eine Nokia da dran. What the fuck is this? Challenge accepted. Das ist Cheaten. Solange es nicht vorgegeben wurde, dass er solche Mittel nicht einsetzen darf, ist es kein Cheaten. Ja, Nokia ist wie ein Joker bei Euro. Hier solange auf dem Kanal The Hexmaster haben sie das auch mal gemacht. Und hat der Hexmaster hat dann wirklich alles, was er mal irgendwie an gefährlichen Apparaturen gebaut hat, mal rausgeholt. Der hat dann eine Railgun draufgeschossen, die er gebastelt hat. Dann hat er damit mit einem super schweren Hammer draufgehauen, den er mal oben gemacht hat. Dann hat er mit einer Lanze dagegen gekloppt, mit irgendwelchen Brennern und Feuerschmeißern und eine Thermitkanone und hast du nicht gesehen. Der hat mit allem rumgeballert. Oh nein. Keks will mal kochen. Thermit? Nein, Keks, wir kochen heute nicht. Ich will doch nur mein Gefrierer enteisen. Are you serious? Wir brauchen eine Termitenladung. Damit kann man gegen Holzwände vorgehen. Mann! How is this supposed to work? There we go. So, Boom Boom, mach das jetzt nicht schwierig für uns alle, ja? Thanks, Boom Boom. So. Ich werde mich dann mal zurückziehen. Oi. Okay. Bis denn dann. Bis dann. Bye-bye. Bäpp. Wer war der seltsame Karlemann? Ich weiß nicht, hast du den gekannt? Keine Ahnung. Wieso war der hier? Das war weird. Ich dachte im ersten Moment, das wäre Rüdiger, so wenn ich wieder auf dem Kopf hatte. Ich dachte, du kennst den. Nur weil er alt ist. Doch bestimmt wieder Keks angeschleift. Mann. Gibst du den ich nimm nicht alles mit, was ich am Straßenrand finde. Nicht Shadow. Was? Lol. Shadow, du nimmst alles mit, was du am Straßenrand findest. Das stimmt doch gar nicht. Doch. So, hab ich Andy bekommen. Jetzt merke ich nicht. Wow. Oh wow, unfair. Wieso, wir lieben ihn wie unsere eigene Katze. Oh, als wäre so ein kleines Kätzchen in so einem Pappkarton, einfach was jemand dahingestellt hat. Ist halt Aladdin Shippuden. Muss ein großer Karton sein. Ist Aladdin Shippuden. Schnell weg, ich hab seine Niere. Stell mal echt vor, du bist als Dieb so gut, dass du deinem Opfer einfach Organe klauen kannst, ohne dass er es merkt. Da bist du kein Dieb, da bist du zeitgleich auch noch Chirurg. Oder du bist schlicht und ergreifend hier, Trafalgar Law. Der könnte das, glaube ich, auch noch. Wenn der mal ins Organhandelgeschäft einsteigt. Ja. Oh boy. Der hat ausgesorgt. Nee, ich ne. Oh, wow. Oh, wow. Eternal Suffering. Okay. Wieso sieht er so weiblich aus? Mann. Was? Ich bin gerade zu dumm, Augen zu malen. Was? Bitte sag mir, das macht sie nicht über mich. Hä? Nein, ich rede über Milchi gerade. Also, das ist noch ein Horror. Nein, weil ich gerade zu dumm bin zum Zeichnen. Jetzt sieht er bekifft aus. Ja, das passt schon eher. Bekifft ist so eine Vorstufe von albern bis hin zu besoffen. Nee, kennt ihr diesen einen Charakter, kennt ihr das in der Charakterauswahl von Animal Crossing, dieses eine Gesicht, was man haben kann, was voll kackenmüde aussieht? So sieht er gerade aus. Ah. Passt doch. On Drugs. Ja, aber das finde ich nicht so. Die Frage ist nur, was für Drugs? Ist es Angel das? All of them. Die Welt dreht sich nicht nur um Sexdrogen.
Das ist eine Sexdroge? Ich hab keine Ahnung. Angel Dust für Keks, ja. Shadowhunter. Ich den Charakter Angel Dust mag. Ich finde den Radio Demon irgendwie cooler. Alistair. Ja. Alistair ist auch cool. I like him. He's cool. Ja, wir haben eine Hasbin Hotel Cosplay Gruppe. Er ist einfach so, er ist voll das Evil Being, könnte eigentlich jeden sofort töten, aber ist so nach dem Motto so, ach, mir ist langweilig. Ja. Weil, wie er gesagt hat, wenn er jemanden hätte wehtun wollen, dann hätte er das schon länger getan. Oh ja. Oh fuck. Nani? Nandeska? Halt, nee, Oh, I see. This gimmick. Wie gesagt, wir haben so eine kleine Mini-Husband-Hotel-Cosplay-Gruppe. Ich hab für alles eine Cosplay-Gruppe. Und, die waren, weil Shi und Neko haben mir das gezeigt gehabt und die so, ja. So, ja, hier, Keks. Angel Dust schreit nach dir. Ah! Oh. Zeig mir Angel Dust. Zeig mir den Charakter mal. Be a furry. Ja, dann habe ich Angel Dust gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, ich muss ihn cosplayen. Ich meine, er ist vom Design her echt scheiße cool. Aber Vivi, du musst echt sagen, das ist so ein Charakter, der schreit wirklich, dass ich ihn cosplaye. Das sagst du zu jedem. Nein, nicht zu jedem, aber es ist halt, er ist hardcore gay. Das Ding ist, er ist auch voll chill. Und on drugs. Und er ist ein Pornostar. Should this be a racist or sexist? What pisses you off more, so in etwa. Es passt auf jeden Fall von deinem Charakter. Ja. By the way, wann ist das Ganze hier zu einem fucking Powerstream geworden? Ich meine, ich bin jetzt in der vorletzten Welt. Just saying. Du wolltest das doch heute sowieso machen. Nein, das ist morgen Yoshi's Island. Ups. Das sollte eigentlich der nächste Powerstream werden, aber ich habe das Spiel hier... ne? Nun. Du bist halt so mächtig für das Spiel. Oh Gott. Ich kann keine kurzen Haare. Mario 3 ist echt so das Videospiel, wo die ganzen Mario Maker-Typen ihre Ideen her haben, ne? Ja. Chomp Run, really? Yes. Das ist so ziemlich das unoriginellste überhaupt. Ja, weil es allein schon hierher kommt. Oh, jetzt sieht das aus wie der Typ aus Detroit Become Human. Welcher davon? Der mit den super kurzen Haaren. Hier, der. Connor? Wer? Kevin. Was? Nee. Was denn hier? Der hieß doch nicht Kevin. Nein, ich meine hier der Typ, der Android von diesem Zeichner, von diesem alten Mann. Ach, der. Wie hieß der nochmal? Captain Uninteressant. Cyber-Jesus. Der war nicht uninteressant, der war voll cool. MacGuffin. Jacob? Nein, wie hieß der nochmal? Jason. Jackson. Jason! Günther, aber egal, so sieht er gerade aus. Es sieht gerade so aus, als hätte ich diesen Typen gerade die Klamotten von Milch angezogen. Aber der Bart kommt noch. Jesus. Glaubst du, Milch, ich hätte was dagegen, wenn ich ihn seinen langen Bart mal und ihm da ein, zwei Perlen reinmache? Nee. Ich meine, er macht es ja selber manchmal. Seinen Bart! Nein, das mache ich. Yoshi, dein Powerstream 100%, fuck no! Dann wird das ein Powerstream über 3 Jahre. Ich bin immer diejenige, die sein Bart flechtet. Und do this. Yeah? Flechte ihn seinen verschissenen Bart. Flechte ihn seinen verschissenen Bart, okay. Mag er das denn? Das ist doch kriegsegal. Das ist doch Nein! Er soll ja zufrieden mit dem Bild sein. Wenn er das nicht mag, dann mag ich es auch nicht. Du könntest ihm so eine Torästhetik geben. Du
Du meinst fett, besoffen, Sonnenbrille? Nein. nachdem er fett, besoffen und eine Midlife-Crisis hatte und dann wieder seine Axt zurückbekommen hat, dann holt er doch seinen Hammer auch noch und plötzlich hat er einen geflochteten Bart. Genau diese Ästhetik. Also, hier... Warte, ich suche jetzt ein Bild davon, warte mal. Thor. Bart. Hobo-Thor. Wie hieß nochmal dieser besoffene Superheld? Von Will Smith. Ach du Scheiße. Hancock. Hancock, genau. Der hängende Cock. He's a Cock. Hancock war toll. Er war genauso wie ich als Held sein würde. Einfach scheiß doch auf die Welt. Ich fliege hier rum. Ups, hab was kaputt gemacht. Er sieht aus wie ein fucking Weihnachtsmann, Alter. Wer jetzt Thor? Ja, mit diesem fetten Bart, Alter. Das wäre der geilste Weihnachtsmann überhaupt. Er bricht bei dir ein, frisst deine Kekse und den Jackie-Vorraut deiner Eltern. Warst du auch artig? Mjönje. Mjönje. Und das Schlimmste ist, oh Mann, Michi will jetzt ein Schnurrbart haben, aber ich kann keine fancy Schnurrbärte malen. Ja, Bibi, ist das nicht toll? Jeder Charakter, den du malen sollst, der hat etwas, was dich herausfordert. Ist eigentlich echt so, weil jeder hat bisher was... Oh Gott, er sieht einfach aus wie ein Italiener. Nee, warte, ich mach den unteren Bart zuerst. Pizza, Pasta, put it in the box. Oh Mann, Michi. Ich brech zusammen. Warum stelle ich mir jetzt gerade Kratos vor, der plötzlich aus dem Fenster brüllt, Frederico, boy. Das ist eigentlich voll die Idee. Oh, er hat das mit Kratos verglichen, warte mal. Kratos. Bart. Das ist einfach nur ein langer Haufen Fell, der runterhängt. Ja, aber nicht direkt so, warte mal. Das Problem ist, Kratos hat ja, er lässt ihn einfach nur wachsen, aber dann wächst er halt so, als hätte man ihn gestylt. Das ist seine göttliche Power. Ja. Der göttliche Bart. Ich habe Gottgel. Muss ich noch einmal meine Erdbärte. Er hat Gel. Er hat Gel. Ob es auch einen Gott der Haarpflege gibt. Bestimmt. Wahrscheinlich L'Oreal. Der Gott heißt dann L'Oreal. Macht Sinn, gib's zu. Ja. Oh, Alter. Schwarzkopf ist halt mehr so ein eingedeutschtes. Ich bin so scheiße mit Bärten. Ey, das ist... Willst Jan und Hein und Klaas und Pitt haben Bärte, die fahren mit. Please, no. 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 Doch. No. Na, nee. Don't. Ich meine, ich... Ne. Männer mit Bärten? Weil ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt so einen Furz an Content von diesem Spiel überlasse, werde ich es mein Leben lang nicht fertig spielen. Weil ich mir immer denke so, ach komm, diese eine Welt noch, da hast du dafür einen ganzen Stream oder das noch im Stream, das ist Blödsinn und hast du nicht gesehen. Und dann kommen die Waffeln und ich denke mir so, yes. Ich mache ihn da einfach wirklich unten so eine, keine Ahnung. Han! Und der Stream läuft unter dem Motto WWD auf Bärte start. Yes. 2009 wäre das ein Video gewesen mit dem Titel Vivi guckt Bärte an für 10 Minuten. Und heute hängst du noch 3 Ausrufezeichen dran mit und was dann geschah, ist unglaublich. Und dann hängst du da noch dran, I almost died. Gefolgt von nachts 3 Uhr beim Barbier angerufen. Oh nein! Ey, komm, this is bullshit. Hey, Baykeeper. Fuck you, Mike. Fuck you, Mike. Fuck your level. Fuck your stupid Chomper-Level bullshit. Aber denk dran, Vivi, sein Bart muss nach Kokosnuss riechen. Warum riecht mein Bart nicht nach Kokosnuss? Ich hab ihm jetzt eine kleine Holzperle in den Bart gebracht. Das sieht ganz süß aus. Aber nein, das ist irgendwie noch nicht ganz richtig. Das sieht jetzt eigentlich aus wie so ein Gesicht. Du musst ihm noch so eine Haarklammer mit Hello Kitty reinflechten. Nein.
Manu, ich will doch nur irgendwie sowas richtig Cooles. So, bam. Was ist das? A Hitbox? It definitely looked like a Hitbox. A box to hit. You can hit that box. Wenn ich jetzt so tue, als würde ich diesen Bart flechten. Warte, du nimmst einfach die Optik von einem Zopf und klebst jemands Kinn. Wow. Das mache ich ja gerade, aber irgendwie passiert auch so, wie tut eigentlich Amun, Alter. Diese Überkinn-Dinger. Mario just went through the fire and the flames. Dieser Bart wird mein Tod sein, einfach. Ja, deswegen ist die Piranha-Pflanze in Smash. Sie war mal ein fucking Character in Mario, Super Mario Bros. 2. Wäre das Waluigi gewesen, wäre das Ganze jetzt anders. By the way, ich bin echt mal gespannt, was jetzt bei Smash nach der letzte Charakter dann wird. Also der vorerst letzte. Pass mal auf, wann am Ende wird es total unbeeindruckend. Mir immer. Irgendwie Goomba oder so. Und denken alle so, oh yeah, that's nice. Dieser sinnlose Backstein. Dieser sinnlose Backstein. Shiny Glurak. Shiny Glurak. Ja, weißt du, Mega Glurak Z oder so ein Scheiß. Oder irgendwie so ein Gigamax-Vieh. So ein Gigamax-Vieh, ja. Das Schlimme ist, es wird mich nicht mal wundern. Irgendwie müssen sie doch die Scheiße promoten. Oder sie packen dieses Corgi-Pokémon rein. Ja, doch. By the way, ich kann euch jetzt schon mal sagen, sollte ich hier sterben, ne? I will rewrite this shit. Das ist ein fucking Scrolling-Level, was nicht aufhört. Oh, warte, ich hab sogar eine realistische Ansage. Ghoul-Luigi. Einfach nur, damit ein weiterer Luigi da ist. Ich meine, an sich kann man nur spekulieren und, ne? Wissen tun wir es eh nicht. Bis es dann irgendwann announced wird. Oder ein weiterer Link. Wir haben noch nicht genug Links im Spiel. Der Schuss ist Rewind Time. Look, ah, that's hot. Ach, guck mal. Michi ist in Super Mario Bros. 3. Lass mal offen, vielleicht kann ich dir eine Referenz nehmen. Oh, lol. Kiryu in Smash. Aha, Und dann will ich auch Machima. Ah, cool, wir sind in der Hölle. By the way, ich hab keine Ahnung, warum Nintendo sich gedacht hat, boah, letzte Welt, let's make it hell. Mit Kanonen und all so ein Scheiß. Viking hier. Nee, also ganz ehrlich, sollte irgendwann mal Kiryu oder Majima in Smash wird das nie passieren, in Tekken oder Soul Calibur vorkommen, ne? Alter, I tell ya. Da bin ich ja ganz scharf dann drauf. I'm not doing this level same time. I'm not doing this. This is way too stupid. Scrolling-Level haben vor langer Zeit ihren Wert verloren. Genau wie Leben und Punkte. This went obsolete a long time ago. Ich meine, was gibt einem Nintendo auch diese Macht, ne? Seien wir mal ganz ehrlich. Boing. Ich meine, Majima würde in Soul Calibur sogar tatsächlich noch hier Sinn machen. Sagen wir mal ganz. Nice Hitbox. Gut, Kiryu genauso. Lass ihn einfach mit irgendeinem Pappaufsteller rumrennen, den er irgendwo geklaut hat. Ja, gut, Kiryu würde halt alles als Waffe nehmen. Der nimmt seinen Gegner und prügelt damit auf dessen Waffe ein. Das würde auch noch funktionieren.
Und es würde es dir nahe geben. Sieht aus wie eine Teil auf der White Map. So yeah, also ne. Just saying, ich krieg diese Level hier halt hin. Aber, weil es fucking Scrolling-Level sind und man gedacht hat so, boah, die letzten Level im Spiel, wie wär's, wenn wir erstmal nur fucking Autoscroller machen, die for fucking ever dauern? Ne, zu eurer eigenen Gesundheit und zu meiner. We have this feature. Thanks, Nintendo. Thanks, Miyamoto. Schwimmen unter den Schiffen. Man kann unter den Schiffen schwimmen. Das ist. Hot. This is some hot garbage. Oh. So, ich lasse sie jetzt einfach so scheiß auf Perlen. Oh, wow. It works. Kind of. Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich bin. Und oh. Oh wow, this works. This fucking works. This is some hot garbage. Ohne Scheiß, ich wusste nicht mal, dass das geht. Also von daher, das war für mich gerade mal... Ne, interessanter Käse. Oh. Wow. Pro Strats. Das wird nicht so schwer sein, so scheiße. Nee, aber seien wir mal ehrlich. Majima würde am besten in Soul Calibur passen und Kiryu am besten in Tekken. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns einig. Oh wow, wirklich? By the way, diese Hände, die einen da immer in diese Level ziehen, ne? Die sind eigentlich random. Speedrunner hassen sie. Der Schnurrbart sieht aus wie von so einem Bösewicht. Speedrunners Helden. Ja, haha, ich hab die Gleise mit Dynamit gespickt. Oh Mann. Okay, das hab ich jetzt. Das hab ich jetzt herausgefordert einfach. Ich hab mir gedacht, wenn, dann kann man auch gleich alle machen. Ich hab die Holde Maid auf die Fesseln geschnürt und die Schienen mit Dynamit bespickt. Außerdem habe ich den Eiswagenfahrer bestochen, sodass er nirgendwo mehr hält, aber immer seine Melodie abspielt. Evil. Wärst du wirklich evil, der hättest ihn dafür bezahlt, dass er mal langsamer wird, wenn Kinder kommen, nur um dann wieder Gas zu geben. Wow. Du musst noch viel lernen. Willkommen zu der Mario The Floor is Lava Challenge. Ihr möchtet in dieser Folge könnt ihr wunderbar diese, wir nennen es Flotte, begutachten von fliegenden Holzstücken. Die hat sogar eine Kiste oben drauf. Dann hast du so ein kleines Schiff wieder unten. Da ist noch ein kleines und noch ein kleines. Da unten sehen Sie noch ein kleines Schiff. Und dort sehen Sie noch ein kleines Schiff. Dort ist ein kleines Schiff. Und dort ist ein etwas größeres kleines Schiff. Und es hat sogar ein Röhrchen. Fuck, es ist Don Quixote. Oh mein Gott. Level Design done right. Nicht weit, Bum Bum. Ich lass das jetzt so. Es ist Don Quixote. Alles klar. Oh, warte, kommt nicht jetzt Dunkelland? Dunkelland? Oh ja,
Jetzt kommt Dunkelland, ey. Dunkelland habe ich als Kind nie geschafft. Dunkelland war immer zu heftig für mich. Dunkelland war immer viel zu schwer für mich. Aber ich habe auch die All-Stars-Version damals gespielt. Hey now, you're the All-Star. Get your gay on. Six skills. Speedrunners hate him. Everyone hates him. Oh fuck. Okay. Okay, cool. Hot. Hot. Hot garbage. War die All-Stars-Version anders? Nö, aber ich hatte damals keine NES, sondern nur eine SNES. Die SNES war halt meine erste Konsole. Deswegen hatte ich nie, ja, so die Originale hier. Und demnach war natürlich mein erstes Mal Mario 3 auf der All-Stars Edition. Mal davon abgesehen, die All-Stars Edition ist halt natürlich... Seien wir mal ehrlich, es ist seiner Zeit sehr voraus gewesen. Sauf im ersten Treibsand ab? Why? Ist das so ein Haha-Chat ist wieder witzig Joke? Oh ne. Ha! Oh, that's nice. Willkommen Dreckland. Boah. Die linke oder die rote Tube? Guck mal, die linke Tube. Ah, yes, I choose poorly. Maybe, maybe, maybe. Happy, maybe, maybe. All das für einen Mushroom? Okay, und ein halbes Level geskippt, so wie es aussieht. Mushroom, Mushroom. Nein. Nein. Nein, das kann. Nein. This has not happened. This is my time. I am a Time Lord. Seht ihr? Das letzte Mal bei The Doctor of the Doctors. Das Level hat eine Sonne. Hier scheint die Sonne. Oh, that's a Burg. A Burg with waffles. This Burg has waffles. And I don't like waffles. Do you like waffles? Yeah, we like waffles. Do you like pancakes? Yeah, we like pancakes. Do you like French toast? Yeah, we like French toast. Da-da-da-da-da, I can get the mouthful. Atmen. Ah, yes. Ich habe richtig gewählt, nur irgendwo auch nicht. Ich jetzt... Am I stuck? Am I stuck? Du bist jetzt stuck funny. Stuck funny? Hey, du kannst doch da durch so, den ja, Tunnel einfach durch. Ich kann so, genau. Okay, warte mal, jetzt kann ich den hier. Raffles. Raffle Captain. Aha. Scheinbar brauche ich Waffelpower. Oh, ich hätte so Bock auf eine Waffel. So Bock auf eine Waffel. Isaiah, once you go Wonder Waffle, you never go Doffel. Wir haben leider sowas hier nicht in unseren verschissenen. Kacken! Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ganz. Deutschland hat irgendwelche interessanten Läden und Geschäfte und weiß was ich was, wo man entweder leckeren Scheiß essen kann oder irgendwas Cooles machen kann und dann ist einfach Kaffkiel hier und ich denke mir so, Alter. Weißt du denn schon, wann du den Montag, wenn du hier bist, wieder abfährst? Ja. Das hat mich Keso auch schon angeschrieben, weil wir müssen irgendwie bis halb, spätestens 1:30 los, ne? Ja. Ja, mein Zug fährt in Dortmund um 13:24 Uhr, also ja.
Sonst könnte man gucken, dass wir ein bisschen früher losfahren. Müsste ich sowieso, weil ich muss ja dann halt in Dortmund dann sein, deswegen. Ja, weil das ich halt spätestens. Warte mal, Freitag. Ich muss um 13 Uhr auf Arbeit sein. What is the point of this? Muss Keso auch nach Dortmund? Wahrscheinlich, ja. Okay. Also, wenn ich mir sagen, dass man irgendwie guckt, dass man bis 12.30 Uhr was in Dortmund gemeinsam macht, mhm. 12.30 Uhr abhauen muss. Ja, nee, klar, damit du da pünktlich hin kannst, klar. Mhm. Nee, klar, können wir machen, kein Problem. What the fuck is this stupid level design? Trinken gehen gemeinsam. Was trinken gehen um 12.30 Uhr? Ja, was trinken gehen, etwas so mit Bubbles drinnen. Bubble Tea! Ja, wir haben einen neuen Bubble Tea Laden. Hab ich irgendwas verpasst? Ja! Irgendwie. Geil! Oh, schön, mach ich viel zu viel Krach. What the fuck is this level design? Oh, das wird cool. What am I supposed to do with that? Warum kommt das alles erst im Dezember an, was ich mir angucke? Weihnachten. Nein, keine Ahnung. Das muss ich sagen, weil ich suche nämlich was zu basteln. Sehe ich nicht. Hier, Dingens für das Kostcenter. Sehe ich nicht ein, du Spostscheiß. Da muss ich noch was kaufen für. Bei dem P-Switch ganz hinten im Level. Okay. Weil ich bin jetzt momentan auf einem... Ja, 25 Euro, 5 Euro davon ist Versand. Und ich habe davon bisher... 6 Euro ausgegeben. Also ich habe noch so gut 15 Euro. Ja gut, okay. This level is stupid and it knows it. Und ich würde halt gerne was mit Resin basteln. Und ich hätte halt gerne UV-Resin. Weil ich das nicht anmischen muss. Hast du nicht irgendwo bei dir in der Gegend einen Laden, der das verkauft? Nein. Resin ist halt dieses Epoxidharz. Und das kannst du so nicht einfach kaufen. Mist. Keine Ahnung, warum doch alles bleibt, wie es. Du hast ja hier meinen Wichtelbrief gelesen gehabt. Yeah. Würdest du aus den Epoxidharz versuchen, den Gem zu machen? Hab ich überlegt. Ah, dachte ich mir. Aber Vivi? Ich könnte zum Beispiel UV-Harz kaufen, das wäre dann auch schon morgen da. Aber ich bräuchte dann noch eine UV-Lampe und Farben. Und ich habe halt eins und zwei Stufen für 40 Euro, aber es kommt erst am 16. Dezember an. Und am 16. Dezember muss ich den Scheiß abgeschickt haben. Sheesh. Vivi? Yeah. Wann fährst du nach Dortmund? Jetzt am Anfang Dezember zusammen mit hier Mary und Keks, weil ich mit auf die Comic-Con als Standhelfer gehe. Ach so. Das habe ich ganz vergessen, dass die Comic-Con ja auch neu ist. Zumindest sie geht als Standhelfer mit und ich sitze dann denke mir so. Fun. Man, der Dezember wird echt lonely für mich, ey. What the fuck? Freu dich schon mal auf Januar. Ja, mein Leben wird eine einzige einsame Hölle. You're so lonely. Hast du mehr Motivation rauszugehen? Was soll ich draußen? Leute, there are idiots outside. Und many more nice people. Das Einzige, was es draußen gibt, ist der Chuck Club. Das ist Alkohol. Alkohol? Chuck Club? Der Chuck Club. Für Alkohol? Hallo? Chuck Club. Hallo. Ich würde wirklich gerne mal mit euch in Chuck Club gehen. Hätte ich voll Bock drauf. Gerne. Keks, du weißt, dass ich damit kein Problem habe, das zu tun, right? Genius. Everyone. Sei mir, ich komme hoch. Okay. Ich muss halt nur vorher meine Steuerkette reparieren lassen. Steuerkette? Ja, meine Steuerkette.
damit die Kette wieder steuert. Erfährt und alles, das ist das kleine Problem, nur ich bin da halt... ich will nicht zu lange Strecke im Moment fahren. Ja gut. Was natürlich verständlich ist. Nope, 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 nope. Not doing this. This is not the day for this. Das ist kein Powerstream. Kein offizieller zumindest. Ihr dachtet jetzt vielleicht, das wäre ein Powerstream, aber es ist er nicht. In einem Powerstream sind solche Regeln erlaubt. In einem Powerstream darf man zurückspulen, wenn man zurückspulen muss. Nur in einem Nicht-Powerstream darf man nicht zurückspulen. Makes sense, right? No. I guess. No, I guess. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mein Goldfisch ist wieder immer in seinem Glas unterwegs und er gibt Geräusche von sich. Warum kommst du erst im Dezember an? Mann! Ah! Hey, Bobzer. Ich mag Form. Kann ich mich hier überhaupt treffen? Oh no, dude. You don't. Du jinkst mich nicht mit zweimal Feuer spucken. Das ist illegal. Das ist illegal, Bowser, mein Dude. He fucking juked me. He juked me again. But now this is the ultimate juke. Nein! Oh Gott. Doch. Entschuldigung. I fucked up so many things right now. Du wolltest doch wissen, ob er dich da treffen kann. Ja, ne? Er hat sich gedacht so, yes, fuck you. Was wäre, gebe ich einen Oreo, einen So, unintentional Pseudo-Power-Stream, Mario Land, Mario Bros, Dinge 3, done. Aww. Just kidding. Peach, du bist so witzig, ey. Deswegen spielen Leute auch lieber Daisy in Smash statt dich. Ja, das ist schön. Aber... Grassland. And there you eat some ass in the grass. Desertland. Oh shit. Das ist das Nachtischland. Oh, Nachtisch. Waterland. Oh ja, Wasserland. Waterworld. Giantland. Mit Sprites aus Waterland. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein Pudding. Skyland. Ne? Damals war alles noch sehr, sehr kreativ. Iceland. Island. Legst du auf die Finish-Karte? Mhm. Pipeland. I Bangladesh. Darkland! Willkommen in der Hölle, willkommen in Darkland. By the way, what the... Ich sehe das jetzt erst. Was habe ich hier für einen komischen... Ach, das ist eine Tasche, ist das? Ich wundere mich schon, was habe ich für einen komischen Lappen, der meine Jacke hier zusammenhält? Das ist so ein... Das ist ein Band, wo die Tasche so kontrolliert hält. Damit die Tasche nicht durchdreht. Das ist eine Männerjacke. Unsere Taschen drehen generell durch, weil wir da alles reinstecken. It's time for some fine lettuce. It's some fine lettuce. And this is Mario 3. This is how we die. This is the place where you go when you die.